Sehr geehrte Kollegen und Kollegen, ich begrüße Sie zur 11. Sitzung des Ausschusses für Sport, für die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport. Begrüße ich ganz herzlich Frau Staatssekretärin Dr. Böcker-Giannini. Unsere Gäste für die Anhörung begrüße ich dann gleich zum dementsprechenden Tagesordnungspunkt. Die Sitzung wird weiterhin live im Multivisionsraum übertragen. Allen, die aus diesem Raum an der Sitzung teilnehmen, ein herzliches Willkommen. Die Sitzung wird außerdem live auf der Website des Abgeordnetenhauses übertragen und aufgezeichnet, sodass sie auch im Nachhinein über die Seite des Hauses abrufbar sein wird. Ich darf feststellen, dass Sie mit dem Vorgehen, insbesondere mit den Live-Übertragungen und den Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Herzlich begrüße ich auch in Begleitung von Frau Staatssekretärin Frau Verloren. Nee, Frau Freitag. Wo kommen Sie denn her? Ja? Ach, da hinten, ja. Gut, also dann habe ich gleich beide begrüßt, ja. Okay. Die Einladung vom 13. September 2022 liegt Ihnen vor. Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Damit ist die Tagesordnung so festgestellt. Dann komme ich zu Punkt 1 der Tagesordnung, aktuelle Viertelstunde. Vorab wurden folgende schriftliche Fragen eingereicht. Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Ja, guten Morgen. Ich frage den Senat, ob er Kenntnis hat zur Petition Keine heiße Luft, Rasenheizung abschalten, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Fußball ernst nehmen des SV Babelsberg 03 und wie er die Forderungen bewertet. In welchem Umfang könnte das durch das Abschalten von Rasenheizung tatsächlich Energiekosten eingespart werden? Und welche weiteren Maßnahmen zum Beispiel in Hinsicht auf Flutlichtanlagen sind aus Sicht des Senats denkbar? Frau Staatssekretärin. Ja, vielen Dank. Die Petition ist uns bekannt und wir haben sie mit Interesse gelesen. Und ich kann sagen, dass wir die Ziele der Petition natürlich teilen, zumindest was die Ligen unterhalb der Fußball-Bundesliga betrifft. Das Land Berlin hat auch schon im Sportausschuss des Deutschen Städtetags einem Vorbehalt zu Rasenheizungen in unteren Spielklassen und zu den Anforderungen an Flutlichtanlagen eingebracht. Und durch den Sportausschuss des Deutschen Städtetags ist daraufhin an den DOSB die Bitte ergangen, sich um die Standards und Vorgaben hinsichtlich der Energiesparpotenziale zu bemühen, die zu prüfen und entsprechend auch anzupassen. Wie das Ganze weitergeht, obliegt natürlich am Ende auch dem DFB, der den entsprechenden Passus in seinen Vorgaben hat. Vom Hintergrund ist, glaube ich, klar, das brauche ich hier nicht näher auszuführen, dass eine Rasenheizung selbstverständlich große Auswirkungen auch auf das Thema Energie hat. Das ist ganz klar, nebenbei aber auch nicht nur auf das Thema Energie, sondern auch auf das Thema Kosten, weil sowohl der Einbau einer Rasenheizung verursacht natürlich erhebliche Kosten, aber auch der Betrieb im Laufenden, so sie denn überhaupt genutzt wird. Nach meiner Kenntnis war in der vergangenen Saison an keinem Spieltag die Notwendigkeit gegeben, die Rasenheizung auch einzuschalten. Was vielleicht auch noch grundsätzlich gesagt werden kann, ist, dass die Höhe der Kosteneinsparung nicht komplett beziffert werden kann, weil das in Abhängigkeit von der Witterung natürlich dann entsprechend ist. Die Betriebszeiten hängt dann selbstverständlich davon ab, wie kalt der Winter denn würde oder eben auch nicht, wie das letzte Jahr gezeigt hat. Und damit eben auch die Energiekosten entsprechend unterschiedlich ausfallen würden. Was das Einsparpotenzial bei Flutlichtanlagen angeht, besteht in erster Linie bei der Umstellung auf LED-Beleuchtung eine Möglichkeit, das zu machen. Der Energieverbrauch moderner Flutlichtanlagen bleibt aber grundsätzlich hinter dem Stromverbrauch alter Trainingsstättenbeleuchtungen zurück. Also auch da gibt es natürlich Potenziale. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Frau Engelmann. Wenn wir uns die Flutlichtanlagen noch mal angucken und wir auch in zwei Wochen das Energiekosten-Thema auf der Tagesordnung haben als Schwerpunkt, noch mal die Nachfrage. Gibt es Vorzeigebeispiele, wo Flutlichtanlagen über Windkraft gesteuert werden? Ist das möglich und gibt es dazu gegebenenfalls Programme in Berlin zur kurzfristigen Umsetzung, weil die Befürchtung ja doch da gewesen ist, aufgrund der Einsparungen, die vorgenommen werden müssen,
so eine kleinen Räder, also ich rede nicht von diesen großen Flügelgeschichten, sondern von diesen kleinen Drehrädern, die auf den Flutlichtanlagen angebracht werden können und sicherlich auch kostengünstiger sind. Frau Staatssekretärin. Ist mir derzeit tatsächlich nicht bekannt. Müssten wir nochmal nachreichen und nochmal angucken, ob es gegebenenfalls jetzt im Zuge der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, die ja auch über die UEFA Euro 24 mitkommt, ob es da gegebenenfalls jetzt Vereine gibt, die sich da auf den Weg schon gemacht haben. Das würden wir aber nochmal mitnehmen. Vielen Dank. Zum gleichen Thema, Herr Förster, bitte. Ja, vielen Dank. Die Frage der Linken gibt eine gute Gelegenheit, da noch mal nachzuhaken. Frau Staatssekretärin, Sie hatten ja auf den Sportausschuss im Deutschen Städtetag verwiesen. Der wird ja, glaube ich, von dem Braunschweiger Kollegen geleitet. Welche rechtlichen Voraussetzungen müssen denn bestehen oder welche Gesetze oder Verordnungen müssten geändert werden, um gerade beim Thema Flutlicht und beim Thema Rasenheizung zu Ergebnissen zu kommen? Weil das unangemessen ist, die Energie, die da verballert wird, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es muss ja auch mal zu einem Punkt kommen, wo man es ändern kann. Frau Staatssekretärin. Ja, das sind über den DFB natürlich die Regularien des Ligenbetriebs, die entsprechend geändert werden müssten. Also entsprechend auch da wäre der DFB der Partner, der zu überzeugen ist. Herr Förster. Betrifft das neben dem Fußball nicht auch noch andere Sportarten? Weil es gibt ja Multifunktionsarenen, auch wo auch andere Sportarten trainieren, die möglicherweise diese Anforderungen des Fußballs als Vorwand nehmen, um auch Rasenheizung und Flut in Anspruch zu nehmen. Oder ist es aus Ihrer Sicht nur ein Problem des Fußballs? Also mir bekannt ist hauptsächlich ein Problem des Fußballs und die Bemerkung sei mir gestattet des Männerfußballs, weil in der ersten Bundesliga der Frauen ist nach meiner Kenntnis bisher keine Rasenheizung notwendig. Vielen Dank. Kommen wir zur Frage der CDU-Fraktion. Herr Standfuß, bitte. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Jetzt abgesehen von der Energieproblematik, die ja auch für viele Vereine leider durch den Senat noch nicht geklärt ist, haben wir zum Horst-Dohm-Eisstadion die Frage, inwiefern der Senat denn Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass die Eissportsaison 2022/23, also sprich der kommende Winter, das Stadion vollumfänglich zur Verfügung steht. Ich erinnere noch mal ganz kurz, im letzten Winter gab es ein technisches Problem und dann wurde ja durch die dortige Stadträtin auch noch mal zugesagt, dass es zeitnah und schnell behoben werden soll. Und insofern die Frage an den Senat, wie sieht es da aus? Frau Staatssekretärin, bitte. Ja, das Horst-Dohm-Eisstadion steht ja im Fachvermögen des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf und damit obliegt natürlich Betrieb und Öffnungszeiten auch dem Bezirk. Nach der Mitteilung des Bezirks kann ich aber darauf verweisen, dass aufgrund von Sanierungsarbeiten immer noch die Probleme der Eröffnung bestehen, sodass der Bezirk uns rückgemeldet hat, dass eine Eröffnung erst ab 1. Dezember möglich ist. Liegt grundsätzlich daran, dass die Sanierungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten aufgrund lieferbedingter Verzögerungen. Ja, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wenn man jetzt mal den 1. Dezember voraussetzt, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht an dieses Datum und bedenkt, dass natürlich das Horst-Dohm-Stadion Ende Februar schon wieder freigeräumt werden muss für die Vorbereitungen zum Eisspeedway. Und unter Berücksichtigung der Weihnachtsfeiertage bleibt dann ja tatsächlich für die Sportvereine vor Ort eine Nutzungszeit, eine Saison von 2,5 Monaten. Inwieweit hat denn der Senat bereits Bemühungen angestellt, Ausweichflächen zur Verfügung zu stellen? Und wenn ja, inwiefern wurde das bereits an die Sportvereine und den Bezirkssportbund kommuniziert? Und vielleicht, wenn Sie mir noch die Nachfrage erlauben, inwieweit ist denn berlinweit sichergestellt, dass es eine Bereitstellung von Eisflächen in dieser Saison geben wird? Frau Staatssekretärin. Also erstmal grundsätzlich sprechen Sie da ja auch die Energiethematik an mit Ihrem letzten Punkt, sodass wir da, glaube ich, auf Dauer gucken müssen, wie das grundsätzlich sich auch weiterentwickelt, weil Eissporthallen ähnlich wie auch Schwimmbäder natürlich relativ energieintensive Anlagen sind. Derzeit besteht da aber keine Bestrebung, die Anlagen nicht laufen zu lassen.
Es ist so, dass es letztendlich, wie ich gerade schon gesagt habe, ja eine bezirkliche Anlage ist. Damit ist auch der Bezirk in der Verantwortung, was die entsprechenden Maßnahmen angeht und die entsprechenden Zeiten. Soweit mir bekannt ist, gibt es im Sportforum eine landeseigene Eissporthalle, die aber kapazitätsmäßig, soweit mir bekannt, ausgelastet ist. Und deshalb ist das mit den Ausweichflächen sicherlich schwierig zu realisieren, sodass ich jetzt mal davon ausgehe und hoffe, dass am 1. Dezember die Eislaufsaison in diesem Stadion dann auch laufen kann. Vielen Dank. Die Frage der Grünen, Frau Schädlich. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich ja, dass hier so große Einigkeit herrscht, dass das Thema Energie wichtig ist und dass wir das am 7.10. auch noch mal besprechen werden. Meine Frage zielt tatsächlich auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und zwar frage ich den Senat, wie sich vor dem Hintergrund der Wassertemperatur von nun 26 Grad die Anmeldesituation bei den Schwimmkursen in den Berliner Hallenbädern gestaltet. Frau Staatssekretärin. Ja, dazu kann ich sagen, dass die Bäderbetriebe diverse Kinder- und Erwachsenenkurse am 22. und 21.09. vorwiegend online verkauft haben. Da sind alle verfügbaren Kurse restlos ausverkauft. Das kann ich sagen. Laut Aussage der Bäder liegt die Nachfrage deutlich höher als das Angebot. Die Temperaturabsenkung in den Hallenbädern auf 26 Grad hat nach Auskunft der Bäder dabei dann keine Rolle gespielt. Wenn man sich die entsprechenden Zahlen anguckt und es lässt sich auch aus Sicht der Bäder sagen, dass tatsächlich bisher im Allgemeinen nur sehr wenig Beschwerden über die Reduzierung der Wassertemperatur auch geäußert wurden. Frau Schädlich. Vielen Dank, das sind ja erfreuliche Nachrichten, dass die Nachfrage trotzdem so groß ist. Ich frage mich, ob das trotzdem Auswirkungen auf den Betrieb und die Durchführung sozusagen hat. Es gab ja irgendwie auch Vorschläge in Richtung Neoprenanzüge und so weiter, wo genau natürlich die Frage wäre, nicht alle können sich da nochmal extra Equipment kaufen. Gibt es da noch irgendeinen neuen Stand oder Vorschläge? Bisher nicht. Ich würde sagen, bei dem Thema Neoprenanzug müssten eher die Freibäder gemeint gewesen sein, weil da ist entsprechend die Temperatur sicherlich reduziert, weil die Außenbecken nicht mehr beheizt werden und damit bei den derzeitigen Temperaturen klar ist, dass keine 26 Grad herrschen werden. In den Hallenbädern würde ich jetzt mal so aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, müssten 26 Grad auch ohne Neoprenanzug gehen, sodass ich hoffe, dass das da keine Einschränkung gibt. Vielen Dank. Gibt es spontane Fragen aus aktuellem Anlass? Das ist nicht der Fall. Ich erkläre die aktuelle Viertelstunde für abgeschlossen. Ich hatte vorhin vergessen zu erwähnen, dass Herr Woldert sich für heute entschuldigt, aus gesundheitlichen Gründen. Punkt 2 der Tagesordnung, Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 Geschäftsordnung Sportforum Berlin, Perspektiven nach dem Planungswettbewerb auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Zu Punkt 2 Tagesordnung begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Harry Bär, Olympiastützpunktleiter vom Trägerverein des Olympiastützpunktes Berlin e.V. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bär. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Joachim Terich, Schatzmeister des Bezirkssportbunds Lichtenberg e.V., Herrn Norbert Ulich, Präsident des Berliner Fußballclubs Dynamo e.V. und Herrn Volker Zerbe, Geschäftsstellenleiter der Füchse Berlin Handball GmbH. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute zur Verfügung stehen. Des Weiteren begrüße ich vom Bezirksamt Lichtenberg die Bezirksstadträtin für Schule, Sport und Facility Management, Frau Kükülü Olu. Herzlich willkommen. Sie sind darauf hingewiesen, dass diese Sitzung live auf der Website des Abgeordnetenhauses gestreamt wird und dass eine Aufzeichnung gegebenenfalls auf der Webseite abrufbar sein wird. Ich darf feststellen, dass auch Sie mit dem Vorgehen, insbesondere mit den Live-Übertragungen, den Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht ist. Möchte ein Vertreter der Koalitionsfraktionen den Besprechungsbedarf zu Punkt 2 begründen? Frau Schädlich, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Genau, wir würden uns gerne heute mit dem Sportforum als große Sportstätte im Land Berlin und als Leistungs- und Spitzensportzentrum beschäftigen. Wir freuen uns, genau über den Masterplan zu sprechen und auch die Perspektive des Bezirks und der Vereine, die dort genau Sport treiben, zu hören. Natürlich wird es sicherlich auch um die Frage Fußball und irgendwie drittligataugliches Stadion gehen, aber auch um die gesamte Breite und Vielfalt der Sportangebote. Ansonsten dort, genau, danke an die Anzuhörenden, dass Sie alle da sind, um diese Diskussion mit uns zu führen. Vielen Dank. Wunderbar, dann fangen wir auch gleich an. Frau Staatssekretärin, bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte natürlich die Chance nutzen, im Allgemeinen noch mal was zum Sportforum zu sagen und gerne auch die Chance nutzen, mit Frau Dr. Verloren gleich ein bisschen mehr ausführlicher noch mal was zum Masterplan zu sagen, weil ich glaube, dass es zielführend ist, wenn in der Runde noch mal die Chance besteht, sich da auch mit dem ein oder anderen Bild dazu noch mal ein gutes Bild vom Areal zu machen und dann sicherlich in der Anhörung auch noch weiter darauf aufzusetzen mit dann ja sehr vielen verschiedenen Facetten. Grundsätzlich ist das Sportforum ein Spitzensportzentrum, wo sehr viele Spitzen- und LeistungssportlerInnen ihre Heimat haben mit sehr vielen unterschiedlichen Sportarten, die auch, und das ist auf jeden Fall ein Ziel des Masterplans, ja weiterhin ihre Heimat da haben sollen und ihr Spitzen- und Leistungssportzentrum weiterentwickelt haben wollen, um es entsprechend auch auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Weil bekanntermaßen, Herr Bär ist ja auch anwesend für den Olympiastützpunkt, sitzt da tatsächlich der Leistungssport und die Leistungssportlerinnen hier in der Stadt. Was, glaube ich, auch die Bedeutung des Areals für den Sport herausstellt. Grundsätzlich, und auch das habe ich gerade ja schon angedeutet, sind es sehr viele verschiedene Sportarten, die dort beheimatet sind. Das ist auch für uns, für die Senatsverwaltung, tatsächlich ein Hauptpunkt und eine ganz wichtige Sache, das auch in Zukunft gewährleisten zu können, dass wir verschiedenste Sportarten in ihrer Vielfalt dort abbilden können. Und wenn wir über den Spitzensport sprechen, dann ist es nicht nur der Spitzen- und Leistungssport in den oberen Klassen, es sind eben auch die Jugendlichen, die die Möglichkeit haben, dort entsprechend zu trainieren, aber auch den Spitzensport hautnah zu erleben und entsprechend da Erfahrungen zu sammeln, die sie für ihre sportliche Laufbahn dann dringend auch brauchen. Also kurz gesagt, für uns ist das Sportforum tatsächlich ein Forum, was die Vielfalt sämtlicher Sportarten abbildet und natürlich auch, in dem Fall ist Herr Uhlig ja vom BFC anwesend, den Fußball mit bedenkt, weil auch der Fußball an der Stelle ja einen großen Wert hat und mit der Jugendarbeit, die Sie in Ihrem Verein machen, mit der sehr guten Jugendarbeit, die in dem Verein gemacht wird, einen hohen Stellenwert auch im Sportforum hat. Die Diskussion zum Thema Drittligastadion dort wird ja heute sicherlich auch ein Punkt der Debatte sein, ist ja auch in den letzten Wochen in den Medien immer wieder gespielt worden und auch von mir war ja das ein oder andere in diesem Zusammenhang zu lesen, sodass ich das hier in dem Kontext auch noch mal bekräftigen möchte, dass es tatsächlich aus unserer Sicht aufgrund der Vielfalt der Sportarten und des Spitzen- und Leistungssportgedankens dieses Areals nicht möglich ist, dort ein Drittligastadion in dem Umfang zu errichten, weil wir tatsächlich mit dem Jahn-Sportpark ein Stadion haben, was ganz klar aus unserer Sicht dafür vorgesehen ist, was jetzt ja auch schon die Bedingungen eines Drittligastadions erfüllt, mit in Klammern Rasenheizung fehlt noch, aber dazu haben wir uns ja gerade schon verständigt, aber ansonsten eben sämtliche Voraussetzungen erfüllt, sodass das dann in Zukunft bei der Neugestaltung dieses Stadions auch wieder so sein wird und sein soll, dass dieses Stadion, das Jahn-Stadion, das Drittligastadion ist,
was dann? Und das ist eben auch ein Punkt, auf den ich hier hinweisen möchte, für viele Vereine möglich ist, dort zu spielen, wenn sie denn in die dritte Liga aufsteigen. Und auch da kann ich sagen, dass ich allen Vereinen gönne, das zu tun. Beim BFC war ich beim Relegationsspiel ja auch anwesend. Da hätte ich mich sehr gefreut, wenn es geklappt hätte. Da gab es ja auch bereits die Vereinbarung, dass ein Spielen dann im Jahnstadion möglich ist. Aber im Moment in der Saison steht, glaube ich, gerade der DAK oben in der Tabelle. Viktoria möchte vielleicht auch wieder aufsteigen. Es gibt noch weitere Vereine wie Tennis Borussia, die gegebenenfalls aufsteigen wollen, sodass wir aus städtischer Sicht hier die Lage haben, dass viele Vereine hoffentlich in Zukunft dritte Liga spielen können, wir aber nicht in jedem Bezirk ein Drittligastadion ermöglichen können. Das sei vielleicht mir erlaubt, auch dazu direkt zu sagen. Und zum Masterplan als solchen, ich habe schon kurz gesagt, was für uns die Rahmenbedingungen sind. Der Masterplan ist bewusst so konzipiert worden und das gilt es auch hier nochmal zu betonen, dass die Belange aller Beteiligten berücksichtigt werden sollen. Und dazu gehört für mich auch die Viertligatauglichkeit eines möglichen Fußballstadions, die natürlich gegeben sein müsste, weil der Status quo hier sicherlich erhalten werden sollte, so wie er jetzt eben auch ist. Sodass ich, glaube ich, gut sagen kann, dass der Prozess des Masterplans für den Sportforum, der ja schon 2018 angestoßen wurde, 2020 gab es dann die Auslobung des Wettbewerbs und 2022 die Preisgerichtssitzung jetzt vorzustellen wäre. Und da freue ich mich, dass Frau Dr. Verloren jetzt ein paar Worte oder mehr Worte als ein paar wahrscheinlich an Sie richten wird und Ihnen das noch mal darstellen kann, was im Masterplan bisher geplant ist. Vielen Dank für die Einführung und Übergabe. Mein Name ist Ute Verloren. Ich leite das Referat Landeseigene Liegenschaften, Bauangelegenheiten, Sportmuseum Berlin. Und live zugeschaltet aus dem Sportforum ist der Leiter des Sportforums, Herr Oleg Krüger. Ich möchte kurz den Masterplan in seiner jetzigen Bearbeitung vorstellen. Er fußt auf diesem Wettbewerb, der, wie schon eingeführt wurde, 2020 vorgestellt worden ist, ausgelobt worden ist und prämiert wurde 2021. Jetzt gucken wir mal, wie die Technik funktioniert und wir sehen die Agenda. Vielen Dank. Weiter, ich muss kurz fragen, weiter stelle ich mit den Tasten hier, ja? Ja. Okay, danke. Dieser Wettbewerb war zweiphasig und aus einer Vielzahl von Teilnehmenden wurde im Frühjahr 2021 der erste Preis prämiert, und zwar an das Architekturbüro Holzwart Architekten in Arge mit Yellow Z. Und dieses Büro hat in herausragender Weise die Aufgabenstellung umgesetzt, nämlich die zukünftige Planung für das Sportforum in geordnete Bahnen zu lenken und den Bestand zu erhalten, eine Weiternutzung immer auch über Bauphasen hinweg zu ermöglichen und die vorhandenen Gebäude und Freianlagen in die zukünftige Planung zu integrieren. Die Aufgabe bestand darin, in zwei Abschnitten die zukünftige Entwicklung aufzuzeigen und auch zu ermöglichen. Der erste Abschnitt war die Investitionsplanung bis einschließlich 25 und der zweite Abschnitt alles, was danach kam. Und zu diesem Zeitpunkt waren ja auch schon bestimmte Vorhaben im Haushalt etatisiert oder aus anderen Finanzquellen finanziert, wie zum Beispiel aus SIVA. Und hier sehen wir die Phase 1 des Wettbewerbs, wo sich bestimmte Nutzungen noch an derselben Stelle befinden, wie sie auch sie heute dort vorfinden. Nämlich zum Beispiel die Skatingbahn, die ist leicht erkennbar, das ist das Oval oder das mittig gelegene Stadion, wo der BFC jetzt spielt. Die Eissportanlagen bleiben ohnehin unverändert. Und Sie sehen auch hier schon das Wettbewerbsgebiet selbst. Und noch einen Schritt zurück, der Wettbewerb war der erste Schritt. Auf dem Ergebnis fußt die jetzige Masterplanung. Wir stellen Ihnen heute einen Zwischenstand vor. Sie wird ungefähr Ende des Jahres abgeschlossen sein und sehr gern würden wir das dann auch nach Abschluss der Planung noch einmal machen. Und zugleich war Auftragsinhalt für die Arge, die Gewinner-Arge, auch ein Gestaltungshandbuch zu erarbeiten. Und dieses Gestaltungshandbuch ist auch jetzt in der Durchführung
Und ein, zwei Folien hier stellen auch schon darauf ab. Die werde ich dann näher erläutern. Wenn wir jetzt in die Phase 2 übergehen, sehen Sie in der Mitte des Areals die Veranstaltungshalle, die zukünftige, die dort verschiedene Funktionen aufnehmen soll und auch unterirdisch Hallen beherbergt und oberirdisch, deswegen kann man es gar nicht so gut architektonisch ablesen auf den ersten Blick, eine sogenannte grüne Mitte, eine Landschaft aus gestaltungs- und landschaftsbestimmenden Elementen. Wenn wir jetzt in die Durcharbeitung schauen, sehen Sie einen sogenannten Schwarzplan. Das ist ein übliches Instrument in der Stadtplanung, wo die zukünftigen Gebäude sich als Baukörper von der weißen Fläche abheben und links davon die verschiedenen Skizzen, übergeordneten Skizzen. Die oberste ist die Einbettung in das Areal Althohenschönhausen, Lichtenberg. Nein, das liegt nicht vor. Von Herrn Bär, der Vortrag, der kommt nachher per Mail. Hier gibt es jetzt noch keinen Vortrag, also keine Präsentation. Wir haben aber im Vorfeld einen Link versendet, wo sämtliche Wettbewerbsergebnisse von der Senstadt online gestellt worden sind. Ich hoffe, dass Sie den auch bekommen haben und unsere Partner bei der Senatsbauverwaltung sind ja auch gehalten, sich an die Beteiligungsrichtlinie zu halten und der Wettbewerb selbst war auch in der Beteiligung und schon von daher muss das Wettbewerbsergebnis verlinkt sein. Es liegt nicht in meiner Hand. Ich stelle Ihnen jetzt die Planung vor, Rückfragen gerne später. Die oberste Skizze ist die Einbettung in das Stadtgebiet von Berlin. Die nächste ist das Wegekonzept und die dritte, das sind die Zuwegungen. Und das ist vielleicht für Sie schon interessanter, nämlich die Aufteilung in der Umsetzung. Anlass für diesen Wettbewerb war ja nicht mehr Objekt für Objekt, Haushaltsmittel für Haushaltsmittel einzeln zu verbauen, sondern das einer übergeordneten Planung zu unterwerfen. Und deswegen gibt es hier die Phase 1, hier bis ran an 2026. Wir haben in der Masterplanung die Phase 1 plus erfunden und die Phase 2 alle Maßnahmen ab 25. Und das bildet das ab, was Sie schon in den Hauptphasen haben sehen können. Nur um ein Beispiel zu nennen, in Phase 1 sind die dunkelblauen Gebäude diejenigen, für die eine Finanzierung zum damaligen Zeitpunkt abgesichert war. Das ist zum Beispiel die große Bogensporthalle. Ich muss mal gucken, ob mein Pointer funktioniert, aber er müsste es. Ich habe es vorher ausprobiert. Ja, das ist die Bogensporthalle. Hier eine Typensporthalle, eine weitere, denn jetzt, wer das Gelände ein bisschen kennt, Herr Liebe wohnt gegenüber, weiß ich, weiß, dass hier eine Typensporthalle schon im Bau sich befindet. Das ist das Sportfunktionsgebäude Leichtathletik, hier Fußball, hier der Ersatz für das Vereinshaus und hier ein kleines Imbissangebot. Das war das, was für die Phase 1 vorgesehen war. 1 plus das Parkdeck, das zukünftige, hier das OSP als Neubau, hier eine weitere Halle und das Fußball, das verschobene, neu gebaute Fußballstadion. Hier nochmal die Typensporthalle. Und das ist das, was ich vorhin als unterirdische Baumaßnahmen unter der grünen Mitte bezeichnet habe. Eine Veranstaltungsarena, zwei Mehrfachhallen und ein Beherbergungsgebäude. So. Und Teil dieser Masterplanung, die ja über das Wettbewerbsergebnis hinausgeht, wo ja nur sehr wenige darstellende Zeichnungen, Modelle und sowas aufgeliefert worden sind, wird die Masterplanung also verschiedenste Aspekte bearbeiten, ob das die Grünplanung ist, ob das ein Wegekonzept ist, die verkehrliche Anbindung. Sie werden es noch sehen, auch Versickerung muss nachgewiesen werden und sämtliche Hinweise, die aus dem Wettbewerb selbst gekommen sind. Denn ein Wettbewerbsergebnis ist niemals vollständig und es gibt auch danach noch Hinweise aus dem Preisgericht, aber auch von externen Stakeholdern, die dann in die Masterplanung eingearbeitet werden müssen. Und an diesem Punkt sind wir jetzt gerade. Wenn man jetzt mal hier schaut, mal gucken, ja, ist ein zentrales Element der zukünftigen Gestaltung, diese Achse, die von Ost nach West führt und in einer zweiten Phase mit der Nord-Süd-Achse verbunden werden soll und hier in der Mitte dann ein Kreuz ausbildet. Und das ist auch etwas, was wir sehr gerne schon am Anfang machen würden, damit das Raster, was das
Grundkonzept dieses Siegerentwurfs gewesen war, alle zukünftigen Bauten und Freiflächen in ein Raster einzubinden, auch funktioniert. In der Phase 2 ist das jetzige Fußballstadion überplant. Die Wege sind ausgebildet, die Bauflächen belegt, alle Gebäude verortet und auch in einem Freiflächenkonzept hinterlegt. Ich werde die Teilaspekte hier ein Stück weit überspringen. Sie sehen, es ist vorhanden und das gehört auch noch viel mehr dazu. Auch das hier ist eine Kurzfassung. Erschließung, Mobilität, es werden Mobile Hubs ausgebildet, Parkplätze angeboten, das Parkplex, Ladestationen und so weiter mehr, alles, was unter die Überschrift Mobilität fällt. Das Nutzungskonzept belegt jedes einzelne Feld, jede Fläche auf dem Areal mit der zugehörigen Nutzung. Das Grün- und Freiflächenkonzept erhält den vorhandenen Baumbestand zu sehr großen Teilen und ergänzt ihn um neue Pflanzungen, um Versickerungsflächen, um Rigolen. Das ganze Entwässerungskonzept beruht darauf, dass Regenwasser nicht mehr eingeleitet wird, sondern versickert wird auf dem Gelände, der Bewässerung der großen Grünflächen zur Verfügung gestellt wird und Feuchtbiotope vorgehalten werden. Hier dazu das Regenwasserentwässerungskonzept und ein entsprechendes Einfriedungskonzept, was von Anfang an auch transparent kommuniziert werden muss. Zum Abschluss ein Ausblick, den wir auch uns geleistet haben in der Sportausschusssitzung des Bezirks Lichtenberg, die im Sommer auf dem Gelände des Sportforums stattfand, wo wir erste Überlegungen dazu vorgestellt haben, was mit dem ruinösen Eckgrundstück passieren könnte. Denn Sie alle kennen die Eingangssituation dort zum Sportforum. Es ist eins der Top-10-Areale in Deutschland, das bekannteste und größte Spitzensportgelände in Berlin. Und die Willkommenssituation ist eher misslich, denn seit Jahren und man könnte schon sagen seit Jahrzehnten wird man durch verfallene Großbauten begrüßt, nämlich ein verkommenes Kongresszentrum und ein ehemaliges Internat. Dieses sind in der Entwicklung ursprünglich als Wohnbauflächen vorgesehen gewesen und sind das auch immer noch. Und während diese Fläche jetzt sich ja schon in der Umsetzung befunden hat und quasi rausgenommen ist, weil realisiert aus der Planung, wurde hier die Baufeldfreimachung durchgeführt und der Baubeginn getätigt, wobei ich sagen muss, sehr viel Aktionismus findet dort aktuell nicht statt. Und dieses Gebiet sich hier noch im Dornröschenschlaf befindet, um es freundlich zu formulieren. So. Und natürlich, sagen wir mal so, ist es ein Anliegen des Sports, die Fläche wieder irgendwie zurückzubekommen in den ursprünglichen Umgriff des Sportforums. Und daher sind erst Überlegungen angestellt worden, was denn damit passieren könnte. Das Sportforum ist in der Entwicklung begrenzt. Es kann sich nicht erweitern, es kann sich nur nach innen erweitern. Und wenn man die sogenannte grüne Mitte freiräumen würde von den dort im Masterplan angesiedelten Nutzungen, und das ist abgesprochen mit der Sennstadt, diese Überlegung, sie ist abgesprochen mit den Planern, sie wurde durchgeführt und durchgeplant von den Planungsbüros des Wettbewerbs, dann hätte man dort die Möglichkeit einer Grüngestaltung unter Erhalt der vorhandenen Tribüne und würde die Nutzung auf das Eckgrundstück verlagern können. Und dazu sind von uns Baufelduntersuchungen durchgeführt worden in zwei Varianten, wie man die Arena und die Dreifeldhalle anordnen könnte, Variante 1, Variante 2 und wie sich das dann in der Baumassenverteilung darstellen würde. Das sind hier die ursprünglich angedachten Wohnbebauungen, die für uns auch ein Problem darstellen, weil es heranrückende Wohnbebauung ist, wo jedes einzelne Mal, wir haben es in der Paul-Heise-Straße, wir haben es am Jahn-Sportpark, auch die neuen Bewohner sich dann über den Lärm des Sports beschweren. Und das wäre die Möglichkeit, das Eckgrundstück neu zu belegen, wenn es denn in das Fachvermögen des Landes Berlins übergegangen wäre, wenn es beräumt wäre und wenn man es neu bebauen könnte. Und auch hier in den beiden Varianten der Drehung, Arena, Dreifeldhalle, Hotel oder andersrum, in jedem Fall für meine Begriffe besser als jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Frau Bezirksstadträtin, Frau Kekül-Lü-Olu, wollen Sie an der Stelle vielleicht gleich Ihren ein bisschen überraschend, aber steht bei mir so auf dem Zettel. Ja, alles gut, sehr gerne. Ich grüße Sie, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Staatssekretärin Dr. Birka Giannini und sehr geehrte Gäste.
Vielen Dank für die Einladung in den Ausschuss. Selbstverständlich freuen wir uns als Bezirk, dass sich das Land Berlin so stark am Standort Sportforum engagiert. Der Masterplan für das Areal hat das Potenzial, nicht nur den Leistungssport verstärkt zu fördern. Im Konzept der Anlage mit den Öffnungen in dem Bezirk Althohen-Schönhausen sind auch die BürgerInnen eingeladen, dort zu verweilen und Sport zu machen. Das finde ich sehr begrüßenswert, dass hier auch der Kiez davon profitieren kann. Schon heute gibt es Vereine, die auf dem Gelände des Sportforums ansässig sind. Auch unser Bezirkssportbund, Bezirkssportbund Lichtenberg, ist dort ansässig, hat sich auch per Schreiben an Sie gewandt, liebe Frau Becker-Giannini, mit dem Wunsch, dort auch zu verbleiben. Auch während des Umzugs sollte eben die Möglichkeit bestehen, dass keine dass der Bezirkssportbund zweimal umziehen muss, dass das vermieden werden sollte. Das wäre auch mein Wunsch. Und das möchte ich auch gerne hier nochmal dafür sensibilisieren, welche Herausforderungen das dem Bezirkssportbund bedeutet. Das wird auch Herr Thierich sicherlich selber auch nochmal sagen. Außerdem möchte ich auf einen BVV-Beschluss hinweisen. Es gibt den Beschluss, in die Planung des Masterplans zu prüfen, inwiefern oder einzubinden, dass das ein drittligataugliches Stadion auch dort abgebildet wird. Sie haben dazu schon einige Worte gesagt. Der BVV ist auch bewusst, dass drittligataugliches Stadion in der Zuständigkeit des Landes liegen. Das ist aber ein mehrheitlich beschlossener Beschluss aus der BVV. Der Bezirk freut sich, dass in der aktuellen Planung die Öffnung des Geländes für die Berlinerin konzeptionell verankert ist. So finden wir die Angebote wie Bouldern, Klettern, Calisthenics, Skating, Tischtennis, Pool und den Bolzplatz auch als eine wichtige Ergänzung für den Freizeitsport, sowohl für Althohen-Schönhausen als auch für Fanfuhl. Und die Einrichtung einer neuen Radtrainingsstrecke auf dem Gelände des Sportforums würde auch die Tradition des Sportforums auf eine schöne Weise fortsetzen. Was jetzt den Bedarf Lichtenberg betrifft, hoffen wir, dass Turniere und Wettkämpfe der bezirklich organisierten Vereine dort auch ermöglicht werden könnten. Es ist ein Bedarf, was wir im Bezirk haben, eine Herausforderung. Sie wissen es sicherlich, auch in Lichtenberg kommen wir an unsere Kapazitätsgrenzen, insbesondere was auch Turniere und Wettkämpfe betrifft. Und auch Schulsport ist etwas, wo wir an unsere Grenzen kommen. Die Schulen wachsen, somit wächst auch der Bedarf an Anlagen, Sporthallen, wo auch Schulsport abgebildet werden kann. So wäre beispielsweise die Oberseeschule, die ist nicht weit davon, wäre es schön, wenn hier auch der Schulsport abgebildet werden kann. Wir sind derzeit damit beschäftigt, Bürgerinnenperspektiven einzuholen bezüglich unseres Sportentwicklungsplanes. Und dort bildet sich ab, dass der Bedarf nach einer inklusiven Sportanlage in unserem Bezirk sehr groß ist. Menschen möchten inklusiv, barrierefrei auch die Sportanlagen betreten können und Sport machen können. Und es wäre ein großes Anliegen unseres Bezirkes, dass Inklusion hier auch großgeschrieben wird im Sportforum. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist für uns auch ein großes Anliegen. Wir sind gerade dabei, in der Hohenschönhausener Straße eine Sportanlage zu errichten. Da möchten wir den Fokus auf sogenannten Mädchen- und Frauensport legen. Es wäre wünschenswert, wenn das Sportforum auch hier den Fokus darauf legt, um Geschlechtergerechtigkeit im Bereich Sport auch zu fördern. Zum Masterplan gab es keine behördliche Beteiligung. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt auch die bezirkliche Perspektive eingeholt wird. Von meinem Fachbereich Sport möchte ich gerne aber Ihnen mitgeben, dass die Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Sport auf der Arbeitsebene sehr gut läuft. Und darüber freue ich mich natürlich, dass hier eine konstruktive Zusammenarbeit schon da ist und dass wir die hoffentlich auch intensivieren können. Ganz kurz noch ein paar Daten bezüglich des Bedarfs, was wir im Bezirk haben. In Hohenschönhausen Süd, da ist ja auch das Sportforum lokalisiert,
haben wir derzeit ein Defizit von 2.400 Quadratmeter, was gedeckte Sportflächen betrifft. Und perspektivisch 2030 wird dieses Defizit auf 1.500 Quadratmeter sich senken können. Wir haben ein paar Baumaßnahmen in dieser Region und in der Gegend. Die ungedeckten Sportflächen, da haben wir diesbezüglich noch einen sehr großen Bedarf. Defizit liegt aktuell bei 20.000 Quadratmeter und wird bei bis 24.000 Quadratmeter betreffen. Das ist nochmal wichtig, um Sie, um den Sportausschuss diesbezüglich zu sensibilisieren. Wir kommen an unsere Grenzen, was Grundstücke betrifft, und das betrifft auch den Sportbereich. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen. Kommen wir zur Anhörung. Ich gebe nun den Anzuhörern das Wort und möchte Sie bitten, Ihre Stellungnahmen nach Möglichkeit auf 5 bis maximal 10 Minuten zu beschränken, damit die Mitglieder noch die Möglichkeit für Fragen haben. Beginnen wollen wir mit Herrn Dr. Bär. Bitte schön. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Gäste, vielen Dank für die Möglichkeit, zum Sportforum die Sichtweise oder die Einschätzung des Olympiastützpunktes zu geben, die naturgemäß aus dem Blickwinkel des Leistungssports in seiner Vielfalt, die Berlin bietet, stattfinden wird. Jetzt warte ich mal einen kleinen Augenblick, hoffe, dass die Präsentation gleich sichtbar sein wird. Ja, vielen Dank. Wenn wir über das Sportforum reden, dann ist das natürlich immer ein Blick auf die sehr breite und vielfältige Infrastruktur. Ich würde aber gern damit anfangen, meinen Blick auf die Sportlerinnen und Sportler zu richten, die im Sportforum ihre Heimstätte haben. Sowohl historisch, wenn wir die Gesichter hier sehen mit Marianne Bugenhagen, bekannte paralympische Athletin im Leichtathletikbereich, Robert Harting und viele andere, Britta Steffen. Und glücklicherweise haben sich im Laufe der Jahre, hat sich diese Entwicklung fortgesetzt. Es sind immer neue Gesichter dazugekommen, Sportarten, die sich gut etabliert haben. Das Beispiel Füchse, die ganz gezielt ins Sportforum gezogen sind, wegen der vorhandenen Infrastruktur, ist ein exemplarisches. Das Sportforum ist in der Berliner Sportlandschaft und Sportstättenlandschaft natürlich nicht allein, das wissen Sie genauso gut wie ich, hat aber aus unserer Sicht Olympiastützpunkt schon eine herausgehobene Stellung. Die Leistungen, die wir als Olympiastützpunkt in Berlin erbringen können, basieren sehr stark auf dem Sportforum. Und es kommen auch Sportlerinnen und Sportler aus anderen Trainingsstätten dann aufs Gelände des Sportforums, um die Möglichkeiten zu nutzen. Die Nähe des Europaparks mit dem Velodrom, mit der Schwimmhalle und der Sprunghalle hat natürlich dann nochmal eine besondere Bedeutung, sodass da natürlich eine funktionelle Einheit quasi besteht zwischen diesen beiden großen Objekten. Wenn wir uns nun anschauen, wo steht das Sportforum, kann man durchaus auch einen nationalen und internationalen Vergleich anstellen, und es bietet sich an, zunächst mal zu schauen, welche Sportarten sind denn im Sportforum vertreten. Das ist, wie gesagt, eine Vielzahl, eine Vielfalt, die Berlin durchaus auch ausmacht, mit Leichtathletik sowohl im Außenbereich als auch mit einer Indoor-Bereich. Wir haben die Wintersportarten mit Eisschnelllauf und Eishockey, Eiskunstlauf sehr stark vertreten. Wir haben Hallenkomplexe, in denen mehrere Sportarten gut verbunden sind, mit dem Turnen, Eiskunstlauf und Boxen zum Beispiel, oder den Hallenkomplex, wo Judo, Fechten und Volleyball verankert sind. Also eine Synergie auch zwischen Nutzungsformen, die dadurch entsteht, zwischen Sportarten, die sehr ausgeprägt ist. Wenn wir das nochmal als Übersicht kurz darstellen wollen, welche Sportarten sind im Sportforum, dann haben wir 8 oder 9 Bundesstützpunkte, je nachdem, wie man Volleyball und Beachvolleyball zählt, die als Bundesstützpunkte auch bundesweit anerkannt im Sportforum angesiedelt sind. Wir haben weitere Sportarten, die einen klaren Schwerpunkt im Sportforum ausmachen, zum Teil ohne Bundesstützpunktsystem in Deutschland, wie die Spielsportarten Eishockey und Handball, aber wie gesagt, durchaus mit einem sehr großen Gewicht. Ton, Frauen, Fechten, Boxen sind ebenfalls im Sportforum mit Trainingsstandorten angesiedelt. Und wir haben weitere Sportarten, die einen ganz engen Bezug zum Sportforum haben. Basketball zum Beispiel, die Elite-Schule des Sports, die Elite-Schülerinnen, die dort angesiedelt sind, trainieren auch im Sportforum. Die Bundesstützpunkte Wasserspringen, Radsport, Gewichtheben, Boxen, durch die räumliche Nähe im Europapark Paul-Heiße-Straße nutzen das Sportforum auch sehr intensiv. Sodass wir insgesamt einschätzen können, dass mehr als 20 Sportarten,
die Infrastruktur des Sportforums nutzen. Neben dieser sehr konzentrierten Platzierung von Sportarten im Sportforum haben wir natürlich als Olympiastützpunkt auch die Basis für unsere Betreuungsarbeit an diesem Standort, neben anderen Standorten Berlin. Aber hier ist unsere Hauptbasis, kann man schon so deutlich sagen, mit vielen Möglichkeiten. Ich könnte jetzt lange darüber erzählen, wie unsere Labore aussehen in unserem Gebäude, mit welchen Möglichkeiten wir auch an den Trainingsstätten Trainingsmitteluntersuchungen durchführen können. Wir haben eine sehr gute Basis auch für die medizinische Betreuung. Die Charité zum Beispiel führt Sprechstunden gezielt im Sportforum und dann auch durch orthopädische, weil eben so viele Sportlerinnen und Sportler dort auf dem Gelände sind. Das Zentrum für Sportmedizin ist dort angesiedelt für die Landeskader. Also wir können da auch wirklich eine hervorragende medizinische Betreuung anbieten. Die Physiotherapie ist auf einem sehr hohen Niveau bei uns im Haus etabliert und wir können auch auf einem sehr hohen Niveau Rehabilitation durchführen, dann immer in Verbindung auch natürlich mit der medizinischen Betreuung. Und wir können sehr gut auch ins Gelände gehen, dann um trainingsbegleitend sozusagen als Olympiastützpunkt dann an den Trainingsstätten zu unterstützen. Das sind dann mit Wegezeiten von 5 bis 10 Minuten natürlich ist das sehr gut umzusetzen, anders als wenn man halt dann eine Stunde durch die Stadt fahren muss. Das sind also für uns als hervorragende Arbeitsbedingungen als Olympiastützpunkt. Dazu kommt der Standort Elite-Schule des Sports mit 1.100 Schülerinnen und Schülern in vielen Sportarten, die ja gezielt auch dort so platziert sind, dass sie in der Nähe ihrer Trainingsstätten sind, auch da mit kurzen Wegen dann eben auch die Verbindung Schule und Training sehr gut umsetzbar ist. Wir haben dort auch das Haus der Athleten mit den Unterkunftsmöglichkeiten, Internat und Wohnheim. Was insgesamt dann zu einer Funktionalität führt im Sportforum, die sich im internationalen Vergleich auf wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau bewegt. Also hier haben wir, sehen Sie Beispiele, zum Beispiel Chis Links in Japan, das Trainingszentrum, Colorado Springs, das Australian Institute of Sport, INSEP in Paris als die große zentrale Trainingsstätte für das ganze Land, die Briten, die Spanier, das Aspire. Also es sind alles Trainingsstätten, die wir sehr gut kennen, weil wir in einer internationalen Organisation für Trainingszentren auch Deutschland vertreten und im Vorstand dieser Organisation auch die Europagruppe repräsentieren als Olympiastützpunkt Berlin. In Europa haben wir über 80 Mitglieder. Also wir können die Situation sehr gut einschätzen und können wirklich feststellen, dass wir in Berlin ein nationales Spitzensportzentrum sind. Da würde ich Berlin durchaus, ohne jetzt überheblich wirken zu wollen, auf Platz 1 setzen. Und wir sind international unter den Top 10. Das kann man so von der funktionellen Einschätzung her ganz klar formulieren. Dass es architektonisch da vielleicht eindrucksvollere Gelände gibt, das mag sein, aber die Funktionalität, wie gesagt, ist schon sehr gut entwickelt. Wenn wir nach vorne schauen, wie würden wir als Olympiastützpunkt die Zukunftsperspektiven sehen und auch ein Stück weit den Handlungsbedarf? Also wir können einschätzen, dass das Sportforum als Leistungssport im Zuge der Leistungssportreform, die ja eine Konzentration von Bundesstützpunkten auch in Deutschland sozusagen postuliert, immer auch im Fokus ist, wenn es darum geht, in Deutschland die Anzahl der Bundesstützpunkte zu reduzieren, dann sind Spitzenverbände immer dabei, auch für den Standort Berlin zu kämpfen. Also sie geben lieber andere Standorte auf als den Standort Berlin. Und insbesondere das Sportforum spielt dabei eine große Rolle, zum Teil auch wenn es um Verlagerungen geht, ist der Wunsch von Spitzenverbänden sehr klar zu erkennen. Man möchte ein Sportforum, weil man eben diese guten Infrastrukturvoraussetzungen mit all dem, was ich vorher genannt hatte, erkennt und nutzen will. Wir haben durch diesen Prozess auch zunehmend Synergien zwischen den Sportarten. Wenn die Schwimmer ein Trainingslager machen, gehen sie dann gerne in der Mittagspause auch mal auf die Beachanlage. Die Eisschnellläufer gehen in die Leichtathletikhalle zum Athletiktraining und so weiter. Also da haben wir wirklich sehr viele sinnvolle Mischnutzungen. Und wir können natürlich mit unseren Sportarten übergreifenden Angeboten, Olympiastützpunkt, Eliteschule, die medizinische Betreuung natürlich eine sehr gute Wirksamkeit erzielen, weil wir eben diese vielen Standorte und die vielen Kaderathletinnen und Athleten an diesem Standort haben. Also wir haben ein Potenzial, was wir aus unserer Sicht wirklich ausbauen sollten als nationales Leistungssportzentrum. Den Handlungsbedarf, den wir sehen, ist,
Wir haben eine sehr gute Entwicklung im Sportforum, was so die Einzelfunktionen angeht und die Entwicklung. Da möchte ich mich wirklich ausdrücklich bedanken, auch beim Senat, bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und beim Leiter des Sportforums, Oleg Krüger, weil wir wirklich mit den vorhandenen Möglichkeiten da auch im engen Austausch mit dem Sport immer wirklich sehr gezielt Lösungen entwickelt haben, da wo wir es gebraucht haben. Wir sehen, dass mit den jetzigen Rahmenbedingungen diese Möglichkeiten weitgehend ausgeschöpft sind. Und bestimmte Dinge, also die Bogenschießhalle ist vorhin schon angesprochen worden, also diese Blechdose, diese, da ist da in der kann man einfach nichts mehr machen, man braucht eine neue Halle. Und so gibt es andere Beispiele, wo man sicherlich dann wirklich grundsätzlich Entwicklung anstreben muss. Wir haben dringenden Bedarf bei der Sicherung von Langzeitübernachtungen. Das wird Volker Zerber auch gut bestätigen können, wenn wir mit den Spielsportarten zusammensitzen. Es ist immer schwierig, dann auch wirklich die Konzentrationswirkung, die wir haben als Stadt, dann wirklich umzusetzen mit Unterbringungen. Wir brauchen auch in der Kurzzeitübernachtung für die Längeren im Sportforum die Diagnostik, die wir für Nationalteams durchführen, für Rehabilitationsmaßnahmen, bessere Lösungen, als wir die im Augenblick haben. Und wir haben natürlich trainingsmethodische Entwicklungen, mit denen wir Schritt halten müssen, in vielen Bereichen, die dann letztlich auch in der Infrastruktur mittelfristig zumindest neue Lösungen verlangen. Und letzte Bemerkung, energetisch gibt es sicherlich auch Handlungsbedarf, wenn ich an so ein OSP-Gebäude denke. Das ist dann an der Stelle sicherlich funktionell hervorragend, energetisch nicht unbedingt optimal aufgestellt. Insofern, wir sind ja auch an städtebaulichen Wettbewerb beteiligt gewesen und konnten sportfachliche Impulse mit einbringen. Wir schätzen das auch als gute Planungsgrundlage ein, ebenso den Masterplan. Also damit können wir gut arbeiten und mitgehen sozusagen aus Sportsicht. Und ja, würden also diese Entwicklung absolut begrüßen und unterstützen. Nationales Leistungssportzentrum, wie gesagt, mit Ausrufezeichen. Und vielleicht meine abschließende Bemerkung. Wenn wir über ein nationales Leistungssportzentrum denken, dann ist natürlich immer auch die Frage des Verhältnisses Bundesengagement, Landesengagement eine, wo man schon sagen muss, das Landesengagement auch finanziell ist natürlich grundlegende Voraussetzung, aber man sollte sicherlich dann auch mit dem Bund darüber reden, wie weit der Anteil, der sonst so üblicherweise bei 30% Bund ist und 70% Land, dann an der Stelle mit solch einem herausgehobenen Stellenwert dann auch ein Stück weit verhandelt oder diskutiert wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Beer. Herr Theerig, bitte. Ja, erstmal möchte ich mich bedanken, dass wir hier eine Einladung bekommen haben, um hier vor dem Gremium unseren Standpunkt darzulegen. Also ich vertrete den Bezirkssportbund Lichtenberg. Und der Anlass ist, dass wir also zum 31.12.22 die Kündigung für unsere Geschäftsstelle bekommen haben. Wir möchten natürlich, dass wir so lange in dem Gebäude bleiben, bis wir eine entsprechende Ersatzmöglichkeit haben, um unsere Geschäftsstelle unterzubekommen. Wir sind also die Vertreter von 53 Mitgliedsvereinen, sind also dazu da, dem Verein zu helfen, wenn es Probleme gibt, ob das bei der Sporthallenbeschaffung ist oder bei anderen Problemen. Deshalb ist es wichtig, dass also dieser Bezirkssportbund in der zentralen Stelle bleibt. Wir wissen, dass dieses Vereinshaus, in dem wir sind, in dem auch noch andere Vereine sind, baufällig ist, beziehungsweise Abriss, dass der Abriss unmittelbar bevorsteht. Aber wir möchten natürlich verhindern, dass wir zweimal umziehen. Wir möchten dort raus und in eine Ersatzgeschäftsstelle einziehen können, in der wir dann auch bleiben können. Wir haben also im letzten Jahr über 20.000 Euro investiert in die Büroausstattung, elektronische Geräte und Möbel. Und das würde garantiert sehr kostspielig sein, wenn wir das zweimal hin und her umziehen müssten. Deshalb bitten wir das Abgeordnetenhaus, uns die Möglichkeit zu geben, dort zu bleiben, in dem Vereinshaus, was abgerissen werden muss, das ist klar. Und dass wir also Vorschläge gemacht haben, um diese höheren Kosten mit abzudecken, indem wir gesagt haben, dass die obere Etage in dem Haus freigeräumt werden könnte, weil es unten in der Parterre-Etage ausreichend Möglichkeiten gibt, die Vereine, die oben sind, unterzubekommen. Auch andere Möglichkeiten,
der Energieeinsparung hatten wir vorgeschlagen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht wohlwollend angenommen worden, als wir am 5. September dort eine Runde hatten mit Frau Verloren und dem Leiter des Sportforums, Herrn Krüger, sodass wir also optimistisch sind, dass wir dort bis zum Umzug in eine feste andere Stelle bleiben können. Das ist also der Grund, weshalb ich heute hier bin und Sie bitten möchte, das mit zu unterstützen. Danke. Das war ja vorbildlich. Kurz, jetzt haben Sie mich durcheinander gebracht. Herr Ulich, bitte. Ja, ich möchte mich bedanken, dass ich heute die Möglichkeit habe, zu unserem Thema mich zu äußern. Bedanke mich dafür, sehr geehrte Damen und Herren. Der Fußballverein BFC Dynamo e.V. bietet auf dem Gelände des Sportforums hunderten Kindern und Jugendlichen eine sportliche Entwicklungsmöglichkeit und Perspektive für die Zukunft. Das Ziel vieler Jugendspieler des Vereins ist es, von der A-Jugend den Sprung in die erste Männermannschaft zu schaffen. Neben mehreren Trainingsplätzen auf dem Gelände ist insbesondere das Fußballstadion mit seinen Funktionsbereichen und dem Vereinsheim seit mehr als 50 Jahren der zentrale Platz im Vereinsleben und die Heimat des BFC Dynamo e.V. In den vergangenen Jahren wurden zur Verbesserung des Stadions und der Trainingsplätze der Jugendmannschaften umfangreiche Maßnahmen durch die Stadt Berlin durchgeführt. Hier konnte unser Verein und seine Mitglieder und ehrenamtlichen Helfer auch zu einer erheblichen Kostenreduzierung beitragen. Nun soll aufgrund des Masterplans das Areal des Sportforums neu gestaltet werden. Leider findet der BFC Dynamo als einer der größten Nutzer der Sportanlage in den zukünftigen Plänen des Senats nur noch eine untergeordnete Rolle. Das Stadion als momentaner zentraler Mittelpunkt der gesamten Anlage findet in den Planung keine Berücksichtigung und es soll abgerissen werden. Es ist im Entwurf des Masterplans an der Seite des Geländes ein 1.000 Zuschauer fassendes regionalligatauglicher Ersatzneubau ohne Vereinsheim geplant. Im Falle eines Aufstieges der ersten Männermannschaft in die dritte Liga kommt es noch schlimmer, denn dann sollen die Spiele im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ausgetragen werden. Sollte diese Planung so umgesetzt werden, wird dem Verein seine wichtigste Grundlage genommen. Denn dieser lebt von Miteinander, Austausch und gemeinsamem Schaffen. Das Stadion und das Vereinsheim stehen dabei als Mittelpunkt für Eltern und Zuschauer sinnbildlich als Mittelpunkt des Vereinslebens. Es kann in diesem Zusammenhang keine Lösung sein, dass der Verein aufgrund einer nicht drittliga-tauglichen Stadions im Sportforum zerpflückt und von verschiedenen Orten der Stadt seine Spiele austragen muss. Denn damit werden dem BFC seine Perspektiven und die so wichtige Vereinsleben genommen, welches das zentrale Bindeglied darstellt. Der BFC Dynamo e.V. braucht seinen festen Platz und sein Stadion im Sportforum, da er sich weiterentwickeln und wachsen kann und Tausende von Fans und Mitgliedern sowie Kinder und Jugendlichen eine Perspektive für die Zukunft bieten kann, die nur eine gemeinsame Heimat haben kann. Wir regen daher erneut an, dass das bestehende Stadion zentraler Mittelpunkt des Sportforums in den Umbauplänen eine Beachtung findet und schlagen vor, das vorhandene Stadion für die dritte Liga zu ertüchtigen. Im Zuge der Lizenzierung zur dritten Liga Anfang diesen Jahres haben wir als Verein mit dem Deutschen Fußballbund, der Polizei, der Bauaufsicht, verschiedenen Baufirmen, Garten- und Landschaftsbauunternehmen gesprochen und uns diverse Angebote eingeholt. Die Kosten für die Umbaumaßnahmen für das Stadion belaufen sich nach ersten Schätzungen auf 4,6 Millionen Euro. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen. Wir haben also hier unter anderem auch noch die Rasenheizung in der Summe mit drin, wo fraglich ist, ob man die zukünftig eben halt braucht. Die Rasenheizung mit 1,2 Millionen Euro, die Flutlichtanlage mit einer 1000-Lux-Anlage und Verlegung von Kabeln 1 Million Euro, Umbau im Stadion für die Vorgaben von der Polizei, Zäune stellen, Verwahrräume schaffen und die Umbauten im Stadion, was Sitzplätze betrifft, Traversen, neuer Pressebereich 1,4 Millionen. Der BFC Dynamo würde sich durch Eigenleistung und Barmittel an den Kosten mit ca. 800.000 Euro selbst beteiligen.
Damit würde die Stadt Berlin mit weniger als 4 Millionen eine Investitionssumme über ein drittligataugliches Stadion für zwei Fußballvereine in Berlin verfügen. Das Stadion hat eine Kapazität von 12.000 Plätzen. Nach Rücksprache mit der Bauaufsicht gibt es Signale der Zustimmung für die Nutzung des Stadions mit einer Kapazität von über 5.000 Plätzen, die notwendig sind für die dritte Liga. Wenn man die verhältnismäßig geringen Investitionen in Bezug auf den reinen Fußballsport betrachtet und im Verhältnis die aktuelle Kostenschätzung für das Stadion im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark von zurzeit in Höhe von 97 Millionen gegenüberstellt, ist es dem Steuerzahler sicher schwer vermittelbar, dass diese unsere vorgeschlagene Umbauoption im Sportforum noch mal zu prüfen sei. Durch die Verlagerung des Vereinsheims, des Funktionsgebäudes, der Geschäftsstelle auf die gegenüberliegende Seite vom Stadion, also auf der Rückseite, würde die geplante Achse, die wir vorhin in der Präsentation gesehen haben, erhalten bleiben. Die geplante Arena mit der Hotelanlage und den zwei Dreifachsporthallen könnten auf der gegenüberliegenden Seite errichtet werden. Zum Schluss erlauben Sie mir bitte noch eine Anmerkung zu der gemeinsamen Presseerklärung der Regierungsparteien vom 20. August diesen Jahres nach unserem Gespräch runden Tisch. Natürlich muss die Entwicklung des Sportforums der Gesamtheit des Areals im Auge behalten werden. Aufgrund der Forderung des PFC für ein drittligataugliches Stadion, jedoch davon zu sprechen, dass ein Verein eventuell dadurch bevorzugt werden könnte, entspricht nicht den Tatsachen. Für andere Sportarten, zum Beispiel die Bogenschießanlage, die wir gerade angesprochen haben, Arena für Volleyball, weitere Nutzung, Hotelanlage, die Dreifachsporthallen und weitere Plätze. Daran ist zu erkennen, dass der Bereich Fußball in der Planung zwar eine wichtige Rolle einnehmen muss, jedoch andere Sportarten weder eingeschränkt noch verdrängt werden. Wir müssen alle zusammen nach Lösungen suchen, für die alle Beteiligten ein positives Ergebnis herbeirufen, damit der BFC seine sportliche Heimat, seine Trainings- und seinen Spielbetrieb im Sportforum erhalten bleiben kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Zerbe, bitte. Ja, vielen Dank erstmal auch für die Einladung und dass ich für die Sportart Handball hier vorsprechen darf. Für uns, für die Füchse Berlin, ist quasi unsere Philosophie des Handelns auf drei Säulen gestellt. Und neben dem wirtschaftlichen, soliden Handeln ist es dort die sportliche Entwicklung aller Leistungsmannschaften. Und wir nennen es die dritte Säule Berlinalisierung. Dahinter verbirgt sich ganz klar die Nachwuchsarbeit, die für uns einen ganz bedeutenden Anteil hat und auch in unserem Handeln elementar wichtig ist. Wir wollen die jungen Spieler, aber auch eben die Leistungssportmannschaft individuell ausbilden. Und darum sind wir 2013 auch an dem Standort Sportforum gewechselt, weil dort eben für uns die Infrastruktur vorhanden war, die Trainingsstätten, um diesen Weg gehen zu können. Aktuell kann ich einfach da mal eine Zahl nennen, haben wir von unserem Kader im Profibereich 8 Spieler, die aus unserer eigenen Jugend integriert worden sind, haben 15 aktuelle Nationalspieler, sowohl im Herren- als auch im Jugendbereich. Und wir haben in den letzten Jahren es geschafft, mehr als 30 Spieler zu entwickeln, die aktuell in der ersten und zweiten Bundesliga spielen. Dabei war der Standort und ist der Standort Sportforum für uns eben elementar wichtig, weil gerade dort uns eben die Möglichkeit gegeben wird, durch geeignete Trainingsstätten innovatives Weiterentwickeln unserer Trainingsmethodik, aber auch der Infrastruktur eben dort diesen Weg gehen zu können. Und gerade für uns, ich sagte es schon, die große Bedeutung habende Nachwuchsarbeit dort eben an dem Standort die Möglichkeit bietet, durch die Nähe zur Eliteschule des Sports eben dort wirklich diesen Weg gehen zu können. Und das sehen wir wirklich nur an dem Standort für uns. Mit dem Bau der Dreifachhalle, die abgeschlossen worden ist, ist im Grunde genommen jetzt auch für uns wirklich die Situation entstanden, dass wir sagen können, wir haben jetzt auch, was
Trainingsgestaltung, Häufigkeit angeht für unsere Nachwuchsspieler, genügend Kapazitäten, um diesen Weg auch wirklich von der Trainingsmethodik jetzt gehen zu können, haben damit Voraussetzungen geschaffen, leistungsorientiert weiter voranzugehen und unseren Stellenwert national, sage ich mal, dort auch weiterhin noch auszubauen und damit auch dementsprechend für unser erfolgreiches Arbeiten hier in Berlin die Grundlage zu schaffen. Aber darüber hinaus ist durch den Bau auch und diese Möglichkeit der Trainingskapazität eben geschaffen worden, dass die Frauen-Bundesliga-Mannschaft der Füchse Berlin, die Spreefüchse, eben auch integriert werden konnten und auch geeignete Trainingskapazitäten gefunden werden konnten, die letztendlich für den Handballsport auch sehr, sehr wichtig sind. Unser Wunsch ist bei dem Masterplan dementsprechend gerade der Bereich, was ich glaube, sowohl was im Mensa-Bereich ist, aber vielleicht auch auf dem Sportgelände eben die gesunde Ernährung, ein ganz, ganz wichtiger Teil eben auch im Profisport oder im Leistungssport. Das ist sicherlich eine Ebene, die man noch angehen kann und muss, um noch Verbesserungen auf diesem hohen Niveau zu erreichen. Und zum anderen würden wir es begrüßen, eben auch wenn eine geeignete Begegnungsstätte für die Sportler, für die jungen Athleten sind. Sie sind auf einem großen Gelände, viele tolle Sportarten und die jungen Leute sollen sich nicht nur in der Schule, sondern auch auf geeigneten Plätzen vielleicht treffen, soziale Kontakte pflegen und das würden wir begrüßen, wenn das möglich wäre. Vielen Dank. Wundervoll, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Aussprache. Ich fange mal gleich an. Also ich habe zwei Fragen. Erste Frage an Herrn Tärich. Wie groß denn Ihre Geschäftsstelle ist, sozusagen, das ist auch schon die Frage. Und die zweite Frage ist an den Senat, wie das denn mit dem Hotel und dem Eigentümer aussieht. Wem gehört dieser Hotelbereich, der so etwas desolat aussieht? Und gibt es da Überlegungen, da irgendwas zu unternehmen? An die Anzuhörer noch mal ganz kurz, wir sammeln erstmal die Fragen. Sie müssen nicht sofort reagieren, sondern ganz entspannt. Ich sah nämlich schon ein Mikrofon blitzen und fange jetzt mal an. Herr Standfuß wäre der Erste. Ich habe das letzte Mal ein bisschen verschlafen hatte, bin ich froh, dass ich heute Erster sein darf. Herzlichen Dank. Ja, wir haben da ein tolles Gelände, gerade auch für den Spitzensport, für den Leistungssport. Herr Beer, Sie haben das dargestellt. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das dementsprechend auch weiterentwickelt werden muss. Und zwar auch in Ihrem Sinne weiterentwickelt werden muss. Ich glaube, das sehen wahrscheinlich auch die anderen Fraktionen. So stehen sie dahinter. Ich hab noch mal die Bitte, dass wir vielleicht vom Senat, das, was wir eben an Unterlagen bekommen haben, weil es einfach für uns auch schwer lesbar war, im Nachhinein noch mal geschickt bekommen. Das würde mich freuen, wenn wir das irgendwie hinbekommen, dass man da einfach sich sozusagen die Dinge noch mal besser anschauen kann. Für uns wäre ein wichtiger Wunsch an der Stelle, den wir auch gleich noch mal loswerden wollen, nämlich, dass man auf diesem Gelände, was wirklich so viele Möglichkeiten bietet, wenn man darüber geht, kann man sich das auch alles anschauen. Bei der Weiterentwicklung eben vor allem den Spitzensport im Auge hat, aber auch die anderen Akteure, die da auf dem Gelände mit dabei sind, nicht vergisst. Und ja, Sie konnten es ja in der Zeitung schon lesen. Ich finde, dass eben auch der BFC Dynamo in der Zukunft als Traditionsverein auf dem Gelände weiter eine wichtige Rolle, gerade für die Jugendarbeit, wir haben es dargestellt bekommen von Herrn Ulich, erhalten soll. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch die Perspektive, wenn die Herrenmannschaften, die auch immer Vorbild sind, doch nochmal die in Schlagweite kommen für die Drittliga, dort ein Drittligastadion zu eröffnen. Ganz abgesehen von der Situation der Drittligastadien in Berlin. Wir haben zu wenig, das wissen wir, momentan keins. Wir kriegen dann den Jahn-Sportpark mit dazu. Und ich glaube, dass wir ein zweites Drittligastadion, wenn man sich die Situation in Berlin, was die Sportstätten angeht, mal anschaut, auf jeden Fall gut gebrauchen können. Wir haben auch gehört, dass es an der Stelle kostenerträglich, sage ich mal, umsetzbar und machbar wäre. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es vom Platz, und deshalb will ich diese Studie bzw. den Masterplan gleich noch mal kritisieren, dass es auch vom Platz hinpassen würde. Und ich habe dazu auch gleich noch mal ein paar wesentliche Fragen. Aber die erste wichtige Frage, die ich habe, weil es möglicherweise nachher zu einer Platzproblematik kommen könnte, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich sehe das noch nicht so. Gibt es denn oder kümmert sich der Senat, und das ist jetzt die erste Frage an den Senat, auch um Erweiterungsflächen dieses Areals? Wir hatten ja mal bei einer Begehung vor Ort gehört, dass es also nach hinten raus zum Friedhof noch Möglichkeiten geben sollte, Flächen zu akquirieren für diese einmalige Sportanlage.
Das würde ja vielleicht die Situation dann auch noch mal erleichtern und man könnte dann tatsächlich dieses jetzt für 1.000 Personen eingeplante Regionalligastadion dann doch noch mal zum Drittligastadion machen. Und dann würde mich noch mal genauer interessieren, wozu jetzt genau diese Veranstaltungsfläche in der Mitte da ist, was da genau alles geplant ist und welche Bedarfe dort bestehen, die dort abgedeckt werden. Denn da fällt ja letztendlich das Drittligastadion weg. Und es müsste ja dann sozusagen auch von der Wichtigkeit her so dargestellt sein, dass man sagt, okay, eine Abwägung, Drittligastadion, diese Mitte mit der Veranstaltungsfläche, dann würde man sich für diese jetzige Planung entscheiden. Aber wie gesagt, vielleicht kann man da ja noch mal ganz genau sagen, was da eigentlich an der Stelle geplant ist. Mich würde natürlich auch noch mal die Frage an Herrn Beer interessieren. Sehen Sie denn die Entwicklung des Olympiastützpunktes durch den Erhalt des Stadions möglicherweise auch als Drittligastadion? Ich weise aber an der Stelle übrigens noch mal darauf hin. Wir hatten ja wesentlich mehr Plätze. Jetzt sind es noch 5.001 Platz, die man haben muss für ein Drittligastadion. Wir haben die Voraussetzung, davon 2.000 Sitzplätze noch anbieten zu können. Das jetzige Stadion hat, soweit ich weiß, Andi, wir hatten es, glaube ich, gerade auch gehört, 12.000 Plätze, die da zur Verfügung stehen. Möglicherweise könnte man da auch bei einer Modernisierung die ein oder andere Fläche noch rückgewinnen. Rasenheizung, weiß ich, dass beim DFB auch die Diskussion gerade zum Thema Nachhaltigkeit so läuft, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, inwiefern für Drittligastadion eine Rasenheizung überhaupt noch zukünftig als Voraussetzung gefordert wird. Also ich denke mal, es wäre an der Stelle machbar. Frage an Herrn Beer, würde das mit den Plänen, mit Ihren Plänen sozusagen zur Weiterentwicklung des OSP sich irgendwo kreuzen? Sagen Sie, nee, das geht nicht, weil wir dort andere Ideen, andere Pläne verwirklichen wollen? Oder ist es sozusagen parallel auf dieser Anlage einrichtbar und machbar? Gleiche Frage auch noch mal an Herrn Zerbe von den Füchsen. Sie hatten ja auch gesagt, Sie haben dort beste Voraussetzungen. Wir hatten uns das auch alles mal bei Ihnen angeguckt. Natürlich gibt es da auch Modernisierungsbedarf. Den haben wir auch gesehen damals. Aber Frage, gibt es darüber hinaus weitere Möglichkeiten, die Sie dort fordern, konkret, die auch Flächenbedarf haben, die man nicht in den jetzigen Gebäuden oder in den geplanten Neubauten dann oder Sanierungsbauten entsprechend unterbringen kann? Ich habe noch mal die Frage an den Senat, inwiefern auch das Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ausreichend berücksichtigt ist. Man hat immer so das Gefühl, wenn man durch die vorhandenen Hallen geht, dass es doch, was Wärmedämmung etc. angeht, noch den ein oder anderen, die ein oder andere Verbesserungsmöglichkeit geben könnte. Traglufthallen, haben wir jetzt ja gehört, fallen weg. Vielleicht auch noch mal, ich gucke noch mal kurz auf meinen Zettel. Die Frage, weil wir es gerade vom Bezirk gehört haben, bezirkliche Beteiligung an dem Masterplan gab es nicht. Da würde mich noch mal interessieren, warum man den Bezirk dort nicht befragt hat, anders als, glaube ich, den Olympiastützpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mich würde auch noch mal interessieren, ob die dort ansässigen Vereine eigentlich in die Entwicklung des Masterplans mit einbezogen waren. Soweit erstmal zur ersten Fragerunde. Herzlichen Dank. Recht vielen Dank, Herr Standfuß. Herr Standfuß, das ist ja hier eine öffentliche Sitzung, also sind auch alle Dokumente sozusagen, gehören dann auch zum Protokoll, ja, weil Sie nachgefragt hatten, ja. So, jetzt müsste Herr Förster dran sein. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die zahlreichen Impulse, die durch die Vorträge gekommen sind. Vorab gesagt, ich finde es wichtig und gut, dass wir uns jetzt auch mit dem Sportforum ausführlich beschäftigen, auch in dieser Wahlperiode. Wir hatten das in der letzten Wahlperiode, diejenigen, die dabei waren, das ist ja der kleine Teil hier im Ausschuss, weiß das intensiv auch getan. Wir hatten ja auch Rundgänge zuletzt auch zur Verabschiedung unserer verdienstvollen langjährigen Ausschussvorsitzenden Karin Heitsch. Vor genau einem Jahr und einer Woche waren wir ja nochmal in Hohenschönhausen und Herr Beer hat uns ja auch mit Herrn Krüger gemeinsam nochmal geführt und haben uns auch nochmal auf die Probleme aufmerksam gemacht. Blechkiste ist erwähnt worden, aber auch andere Dinge, die anzugehen sind. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass da auch viel Investitionsbedarf
Bedarf gibt, den wir gemeinsam schultern müssen, wie wir es ja auch beim Olympiapark uns vorgenommen haben. Da hatten wir auch im letzten Jahr den Masterplan diskutiert. Und das führt gleich zu meiner Eingangsbemerkung. So ein Masterplan ist immer Licht und Schatten zugleich. Auf der einen Seite ist es notwendig, mal einen Gesamtüberblick zu erarbeiten, dass man dann auch einen Gerüst hat, an dem man sich entlanghangeln kann. Auf der anderen Seite haben wir beim Olympiapark gesehen, sind viele Wünsch-dir-was-Dinge drin, viele Dinge, auch die man so gar nicht mehr eins zu eins umsetzen kann, weil auch die Bedarfe sich schnell verändert haben und die Probleme andere geworden sind. Deswegen auch die Frage zunächst an den Senat. Wie verbindlich schätzt man diesen Masterplan ein, was die Entwicklungsperspektive in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren auf diesem Gelände betreffen? Weil das ist natürlich die entscheidende Frage, inwieweit man das dann noch eins zu eins umsetzen können wird. Und ich hätte in der Tat auch noch mal die Frage, die der Kollege Standfuß auch schon gestellt hat und die Frau Bezirksstadträtin auch ja, kritisiert hat. Wer durfte denn beim Masterplan mitreden? Wer durfte Stellungnahmen abgeben? War es der Landessportbund, waren es die Fachverbände, der Bezirk ja offenbar nicht, was ich insofern zumindest bedauere, weil der Bezirk ja am Ende auch zum Teil mit Erschließungsfragen und Ähnlichem umgehen muss. Da wäre es natürlich schön gewesen, das Bezirksamt in Gänze vorher auch mal zu fragen und zu beteiligen. Hätte sich eigentlich aus meiner Sicht dann auch so gehört, unabhängig davon, wie man den Stellungnahmen umgeht. Man muss ja nicht jede Stellungnahme eins zu eins aufnehmen, aber zumindest mal zu hören, was der Bezirk für Anliegen hat und den Bezirksbürgermeister, die Bezirksstadträtin, wen auch immer, wäre doch vielleicht ganz vernünftig gewesen. Und dann möchte ich auch noch mal aufgedröselt bekommen, wir reden ja auch von einem weiteren städtebaulichen Wettbewerb, den es gab. Ist der das Ergebnis des Masterplanes? Ist das sozusagen eine zusätzliche Studie gewesen? Weil normalerweise kenne ich das so, Städtebauwettbewerb macht man erst, wenn es ganz konkret wird. Wenn die Gelder bereitstehen, wenn man in die Umsetzung geht, dann folgen danach auch hochbauliche Wettbewerbe. Wir wollen ja da auch nicht nur Blechkisten hinstellen, sondern auch Gebäude, die vielleicht auch für die nächsten Jahrzehnte tragen. Also die Frage, welcher Schritt kommt nach welchem und war der Städtebauwettbewerb notwendig, wenn noch nicht mal klar ist, welche Flächen ich nutzen kann im Einzelnen und wie die Finanzierung dieser Gebäude dann auch dort zu gestalten ist. Dann ist angesprochen worden vom Senat auch die Idee, dass man diesen furchtbaren Eingangsbereich mit den Ruinen irgendwie mit ins Gelände integrieren kann. Das ist, glaube ich, eine sehr löbliche Idee, die auch alle unterstützen werden. Nur allein gehören uns ja die Flächen nicht, sondern das ist sozusagen auch verfehlte Politik der Treuhand aus den 90er Jahren, wo eben Grundstücke verkauft wurden zu billigsten Preisen, ohne jede entsprechenden Ideen, was man damit machen kann, ohne jede Rückübertragungsvormerkung, wenn nicht gebaut wird und so weiter. Also vielleicht auch an den Senat die Frage oder auch an die Frau Bezirksstadträtin, auch wenn sie nicht für Bauen zuständig ist, vielleicht kann sie es aber auch beantworten, inwieweit im Augenblick mit dem Eigentümer dort überhaupt Gespräche laufen, ob man überhaupt realistische Chancen hat, über die Verfügung des Grundstückes in absehbarer Zeit reden zu können. Vermutlich wird das ja nur über einen Rückkauf gehen. Ich glaube, der Eigentümer hat auch schwierige gesellschaftliche Konstruktionen, die, glaube ich, gar nicht so einfach greifbar sind in Deutschland, soweit ich weiß. Also die Frage auch, wie realistisch ist es, an dieses Gelände zu kommen und das auch sich irgendwann mal wieder einverleiben zu können, was inhaltlich vielleicht sinnvoll wäre, aber ich glaube, eigentumsrechtlich doch erhebliche Probleme bereitet. Sonst diskutieren wir da an der Stelle auch über Wolkenkuckucksheim. Ich würde die Frau Bezirksstadträtin gerne auch fragen, gerade auch was die umliegenden Sportflächen in Lichtenberg betrifft. Lichtenberg ist ja auch ein stark wachsender Bezirk, der auch viel Bevölkerungszuzug hat. Inwieweit geht der Bezirk Lichtenberg davon aus, dass die Sportflächen im Sportforum, die zwar dem Land gehören, aber natürlich auch öffentlich zugänglich sind, auch von der Lichtenberger Bevölkerung stärker für die Naherholung und fürs Sporttreiben genutzt werden sollen? Ist es also Teil auch der bezirklichen Sportentwicklungsplanung? Und umgekehrt gefragt, sind die Sportanlagen im Umfeld, die der Bezirk Lichtenberg betreibt, von den Angeboten dann so angepasst, dass sie komplementär zu den Angeboten im Sportforum sind, also dass man möglicherweise dort auch Dinge tun kann, die man vielleicht im Sportforum nicht tun kann, dass man nicht eins zu eins sozusagen dieselben Angebote dort bereitet. Das wäre recht vernünftig. Und dann hatten Sie auch berichtet, die Sportentwicklungsplanung in Lichtenberg sei jetzt in der Erarbeitung. Wir hatten ja in der letzten Wahlperiode schon diskutiert, dass es ja vom Land 100.000 Euro pro Bezirk gab, um Sportentwicklungsplanung zu erarbeiten. Einige waren sehr schnell. Der Bezirk Pankow hat es ja, glaube ich, sogar aus eigener Tasche finanziert. Einige waren langsamer. Da gehörte Lichtenberg auch dazu. Vielleicht können Sie an der Stelle sagen, wie der aktuelle Stand des Sportentwicklungsplans in Lichtenberg ist, ob der irgendwann beschlussreif ist. Also wie ist da der aktuelle Planungsstand auch und der Bearbeitungsstand, dass wir da auch mal sozusagen eine endgültige Fassung vorliegen haben, die wir natürlich auch hier gerne mal zur Kenntnis nehmen würden. Harry Beer hatte darauf hingewiesen, das will ich auch noch mal unterstreichen, auch auf die Bedeutung des Sportforums für den Hochleistung- und Spitzensport, auch von nationaler Bedeutung, aber auch von internationaler Bedeutung. Ich will das an der Stelle ausdrücklich sagen. Wir hatten ja einige von uns jedenfalls gemeinsam mit unserem Präsidenten Dennis Buchner die Gelegenheit, auch im Sommer in Barcelona zu sein. Arthur Hack, Robert Schadach, Dirk Liebe, Claudia Engelmann mindestens waren ja auch mit dabei. Und wir konnten uns ja auch dort überzeugen, beim CRR in Barcelona, beim dortigen Hochleistungszentrum, wo der Name Harry Beer auch in aller Munde war und uns auch berichtet wurde, wie gut der Austausch funktioniert, wie sehr man auch auf europäischer Ebene sich da vernetzt und auch entsprechend versucht, vom anderen zu lernen und auch zu schauen, was macht der eine besser und was kann der andere noch lernen. Dass man auf dieser Ebene eben auch arbeitet mit dem Sportforum, das will ich auch noch mal in Erinnerung rufen. Und dass es eben auch wichtig ist, wenn wir in der europäischen Spitze mithalten wollen und in der Weltspitze mithalten wollen, dass wir auch Investitionen in die Infrastruktur und in die Anlagen
dort vornehmen. Deswegen, Herr Beer, würde mich noch mal interessieren, dass Sie vielleicht noch mal aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Investitionsmaßnahmen nennen in Zukunft, die unbedingt kommen müssen und die auch bei steigenden Kosten finanziert werden müssen. Ich glaube, die Bogenschießhalle, die Blechdose, wir haben sie ja alle in Erinnerung, wird wahrscheinlich eine von denen sein. Aber dass Sie selber noch mal sagen, was sind für Sie die drei wichtigsten Punkte, auch die sozusagen nach einer sofortigen Umsetzung dort auch entsprechend rufen. Dann will ich auch noch mal fragen, inwieweit auch bei der Planung der Bedarfe und der Entwicklung des Standortes auch die Evaluation der Leistungssportreform im Bund eine Rolle spielt. Wir wissen ja, dass damals auch das eine schwierige Geschichte war, auch am Ende sich auf das Konzept zu verständigen, Stärken zu stärken und damit die Sportarten, die keine sportlichen Erfolge haben, ein Stück weit runterfallen zu lassen. Man diskutiert ja im Augenblick bei der Evaluation, inwieweit man das ein Stück weit korrigieren kann. Einen Stützpunkt haben wir ja verloren damals, das war Fechten, den wir in Berlin verloren haben. Aber die Frage, wie sehen Sie die Perspektive? Kommen eher vielleicht neue Stützpunkte hinzu? Muss man die dann auch berücksichtigen bei der Entwicklung des Geländes? Wie schätzen Sie das aus Ihrer versierten fachlichen Sicht ein? Dann will ich auch ausdrücklich aus meiner Sicht auch feststellen, dass, glaube ich, auch das Miteinander dort gut funktioniert. Auch gerade Oleg Krüger und die Senatsverwaltung selber machen da, glaube ich, eine gute Arbeit. Ich glaube, das kann man bestätigen, dass das da Hand in Hand geht und auch sehr harmonisch läuft. Will ich an der Stelle auch ausdrücklich Dank sagen. Das ist ja bei so einer großen Sportanlage nicht immer so, dass alles reibungsfrei läuft. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die man auch dort entsprechend feststellen muss. Herr Thierich hatte für den Bezirkssportbund Lichtenberg vor allen Dingen auf die Problematik hingewiesen, dass die das Gebäude, das, was ja im Volksmund als Erzgebirgshäuschen bekannt ist, dann jetzt relativ bald auch räumen sollen und dass sie eine Zwischennutzung selber nicht wünschen, weil das für sie mit viel Kosten und Aufwand verbunden ist. Ist inhaltlich und emotional erstmal nachzuvollziehen. Ich frage mich nur, und das müssen diejenigen beantworten, die dazu aussagefähig sind, ob es vielleicht trotzdem notwendig ist für die weiteren Planungen, um den schnellen Abriss zu gewährleisten und auch weitere Entwicklungen auf diesem Standort möglich zu machen, dass sie vielleicht doch zweimal umziehen. Dann wäre vor allen Dingen sicherzustellen, dass sie nicht zweimal die Kosten tragen müssen. Das kann nicht sein, das haben Sie gesagt, wenn Sie Investitionen in IT-Infrastruktur und Ähnliches machen, und Sie hatten 20.000 Euro genannt, dass Sie die zweimal bezahlen müssen. Das können Sie nicht und das muss, glaube ich, dann sichergestellt sein. Ansonsten muss ich sagen, in der Berliner Verwaltung gibt es viele Leute, die im Laufe ihres Berufslebens dann 13, 14, 15 Mal umziehen. Ist nicht der Standard, muss man auch nicht anstreben, ist auch nicht schön. Aber zweimal umzuziehen wird man am Ende vielleicht nicht verhindern können, wenn es notwendig und sinnvoll ist. Ich stelle das nur mal so in den Raum. Ich glaube, das können wir jetzt hier nicht verbindlich vereinbaren, dass es ausgeschlossen werden kann. Dass Sie selber das Interesse haben, möglichst nur einmal an einen neuen Standort zu ziehen, kann ich nachvollziehen, emotional. Dann hatte Herr Uhlig darauf hingewiesen, die Thematik Dynamo, bin ich ein Stück weit auch beim Kollegen Standfuß, will das gar nicht im Detail noch mal ausführen. Klar ist, glaube ich, dass Dynamo selber ein großes Interesse hat, an dem Standort dort selber zu verbleiben. Und ich glaube auch, die Fläche ist groß genug, dass man dies ermöglichen kann. Es gab ja auch einen runden Tisch, wo dazu auch schon die ersten Austausche und Gespräche gelaufen sind. Ich sage aber auch, wenn Investitionen in ein neues Stadion erforderlich sind und wir haben ja auch eine Prioritätenliste von anderen Dingen, die abzuarbeiten sind, dann halte ich es schon für vernünftig und sinnvoll, dass sich Dynamo dann selber auch um die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kümmert. Haben es ja teilweise auch zugesagt, dass sie das machen wollen. Dann, denke ich, kann man auch anders darüber reden. Wir werden sicherlich nicht zulasten notwendiger Investitionsmaßnahmen des Landes Berlin auf dem Gelände diese Planung machen können. Also ich glaube, wenn Dynamo sicherstellen kann, dass sie die Finanzen für diese Dinge zusammenkriegen und das selber tragen können, ist die Diskussion, was man auf dem Gelände machen kann, wie man sie halten kann, meines Erachtens nochmal eine andere. Und die sollte man dann auch offen angehen. Und schließlich, Herr Zerbe, Sie haben ja auch noch mal auf das hingewiesen, was Ihnen wichtig ist. Stichwort Begegnungsstätte ist hängen geblieben. Können Sie vielleicht noch mal ausführen, wie sich das vorstellt? Ist das so eine Art, sage ich mal, Jugendclub für Sportbegeistert? Oder wie könnte die Begegnungsstätte aussehen? Vielleicht auch irgendwie einen internationalen Aspekt dort mit reinzubringen. Den hätte man ja auch beim Sportforum. Also finde ich gut, so eine Idee mal zu diskutieren. Man müsste sie aber ein wenig konkretisieren. Und zum Schluss auch noch die Frage, das geht aber an Herrn Thierich genauso. Sie hatten jetzt relativ wenig zum Gesamtkomplex der Anhörung Stellung genommen. Also wie Sie sich insgesamt die Entwicklung auch des Sportforums vorstellen, möglicherweise über Ihre Kernanliegen hinaus. Vielleicht, wenn Sie dazu sich kompetent und berufen fühlen, dass Sie dazu auch gerne noch zwei, drei Punkte sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Förster. Als nächstes sind dann Frau Schädlich, Frau Engelmann, Herr Liebe und Herr Schwarze dran. Frau Schädlich. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch nochmal an die Anzuhörenden für die ausführlichen Ausführungen. Jetzt ist die Frageliste schon lange, aber ein paar Nachfragen möchte ich auch noch anhängen. Und zwar einmal würde mich, das geht vor allen Dingen Richtung Senat, interessieren, inwiefern der hohe Grad von Versiegelung bewertet und angepasst wird oder ob sich das mit der neuen grünen Mitte, die Sie vorgestellt haben, irgendwie aus Ihrer Sicht erledigt hat. Außerdem zum Thema
Energie in der Auslobung zum Wettbewerb stand, dass für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiekonzepts es noch eine detaillierte und integrierte Betrachtung geben muss. Wie werden da die Ergebnisse, falls sie vorliegen, aus Sicht des Senats bewertet? Und was sind die nächsten Schritte in Sachen Energiekonzept, um hier möglichst nachhaltige und autarke Versorgung zu gewährleisten? Außerdem würde mich interessieren, ob sich der Senat zu den soeben nochmal geäußerten Bedarfen des Bezirks verhalten kann. Vor allen Dingen Frau Kekulioglu hat ja den Schulsport und Radsport beispielsweise angesprochen, ob davon schon was umgesetzt ist und auch generell, was genau von den Plänen denn schon umgesetzt wurde insgesamt. Und ich habe noch mal eine Frage an alle Anzuhörenden, und zwar zum Thema Inklusion und Geschlechtergerechtigkeit, wie aus Ihrer Sicht Sie das bewerten würden, dass im Sportforum ja sozusagen alles abgebildet ist und ob es noch Sportarten gibt, die bisher in den Plänen nicht berücksichtigt sind oder werden können, aber genau, die eigentlich auch noch eine Heimat finden müssten. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Engelmann, bitte. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an die Anzuhörenden für die unterschiedlichen Perspektiven, die reingebracht worden sind. Ich hatte mir ganz viel aufgeschrieben, wiederhole jetzt aber nicht alles, was schon gefragt worden ist. Ich richte meine Frage an den Senat auch noch mal wie Herr Schallach und Herr Förster in Bezug auf das Grundstück, was da tatsächlich ja seit Jahren vor sich hin modert. Und gegenüber entsteht ja eine neue Wohnbebauung, die HOVOG jetzt irgendwie macht, auch mit, ich weiß gar nicht, 900 Wohneinheiten, die da entstehen. Also in dem Bereich sozusagen Hohenschönhauser Tor tut sich gerade was. Und es wäre natürlich sehr gut, wenn der Schandfleck da wegkommt und das vor allen Dingen eben auch für den Sport wieder erschlossen werden kann. Dann auch an den Senat. Inwieweit sozusagen die Masterplanung, wir haben jetzt gehört, bis zum Ende des Jahres soll das abgeschlossen sein, das Verfahren, wie dann die weitere Terminierung und auch Priorisierung der Maßnahmen vorgenommen wird. Also es wird ja nicht alles sofort baubar sein. Wir kennen die Finanzlage des Landes Berlins, ob da schon Vorauswahl getroffen ist sozusagen. Dann auch noch mal zum Thema, was Frau Kekulioglu angesprochen hat, die Geschlechtergerechtigkeit. Finde ich einen wichtigen Schwerpunkt und auch Inklusion. Wir wissen alle um den Bedarf an Frauenspielstätten in unterschiedlichster Art und Weise. Stichwort Alba-Frauen, die keine Halle haben. Inwieweit da sozusagen wirklich auch Maßnahmen ergriffen werden können, um Frauen für Mädchen- und Frauenförderung noch mal stärker in den Fokus nehmen zu können. Dann an den Bezirkssportbund. Ich verstehe durchaus auch das, was Herr Förster gesagt hat, dass mehrere Umzüge nicht tragbar sind, was das Finanzielle angeht. Aber so wie es sich ja angehört hat, ist das Gebäude tatsächlich so baufällig, dass da keine, also dass auch Sanierungsmaßnahmen nicht sinnvoll wären, sondern umgezogen werden sollte. Und da die Frage an den BSB, aber auch an den Senat, welche Alternativen gibt es denn jetzt konkret dazu? Also es wurde ja was angeboten. Wie sieht es in der Umsetzung aus? Sind da alle Vereine versorgt? Und noch eine Nachfrage an den BSB, wie denn der Bezirkssportbund mit seinen 53 Mitgliedervereinen den Masterplan bewertet, aufgrund der Bedarfe sozusagen, die sich ergeben, auch aus den jeweiligen Vereinen. Dann eine Frage an den BFC. Zum Drittligastadion hat Herr Förster schon, hat Herr Standfuß schon ganz viel gesagt. Einmal die Frage an den Senat. Also die erste Planung, die Masterplanung, die hat ein Oberligastadion vorgesehen und kein Regionalligastadion. Heißt das mit dem, was wir heute vorgestellt gekriegt haben, dass abgesichert ist, dass es mindestens eine Regionalligatauglichkeit gibt? Können Sie das jetzt heute so bestätigen, weil das war bisher nicht so in der Planung? Und inwieweit sozusagen da ein Drittligastadion draus werden kann, fand ich von der Einschätzung her erstmal gut. Ich finde das übrigens spannend, tatsächlich auch die Fußballflächen an den Rand zu legen, also in die Konrad-Wolf-Straße zur besseren Erschließbarkeit und die Wegebeziehungen. Und die Frage aber konkret auch noch mal an den BFC, weil Sie nur von Männern gesprochen haben, inwieweit Frauen- und Mädchensportförderung für den BFC interessant ist. Wir haben 900, also oder ich glaube zu wissen, dass 900 Kinder in den Vereinen unterwegs sind und wieder der Anteil ist, auch gerade weil Fußball ja mit der jetzt stattfindenden
mit der jetzt stattgefundenen Frauenfußball-Europameisterschaft, dass natürlich großartig auch da ein großes Interesse besteht, das bei uns bekannt ist, dass Vereine schon gesagt haben und der LSB das letzte Woche auch noch mal ausgeführt hat, dass die Vereine gar nicht in der Lage sind, gerade auch Mädchen und Frauen in ihren Vereinen zu integrieren, weil sie voll sind, aber auch andere Kinder sozusagen auf den Wartelisten stehen, wie da Ihre Einschätzung ist, was der BFC für den Bereich Kinder und Jugend an Weiterentwicklungsmöglichkeiten braucht. Soweit. Vielen Dank. Herr Liebe, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank, meine Damen und Herren Anzuhörende. Vielen Dank auch, dass Sie heute hier uns Rede und Antwort stehen. Und ich will mal gleich mit meinen Fragen beginnen, weil wir brauchen jetzt nicht noch mehr Vorrede. Frau Stadträtin, Sie haben gesprochen von einem Defizit bei ungedeckten und gedeckten Sportanlagen. Und Sie haben uns in Quadratmetern beziffert. Für die Öffentlichkeit wäre es tatsächlich spannend zu wissen, was das sozusagen an Personen bedeutet. Also für viele Schulplätze brauchen Sie eigentlich sozusagen diese gedeckten, vor allen Dingen ungedeckten Sportanlagen. Und selbst wenn Sie es heute vielleicht uns nicht mitgeben können, dass Sie es vielleicht nochmal nachreichen können, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, sozusagen wie viele Schulen, Schulklassen, wie viele Schülerinnen und Schüler es denn tatsächlich betrifft. An Herrn Beer habe ich mal die Frage, jetzt bei den Herbstmeisterschaften Jugend trainiert für Olympia und Paralympische Spiele, haben ja Schülerinnen und Schüler des Schul- und Leistungssportzentrums wieder sehr erfolgreich abgeschnitten, insbesondere im Schwimmen. Und mich würde interessieren, ob aus Ihrer Sicht der Masterplan sportfachliche Perspektiven aufzeigt, wo Sie sagen können, ja, ein, zwei Beispiele in diese Richtung sollte es sich, müsste es sich weiterentwickeln. An Herrn Thiering habe ich ja die Frage, Sie als Vertreter vor allen Dingen des Breitensports, haben wir gesagt, Senat, bitte prüfe, ob wir die zwei Umzüge da irgendwie vermeiden können. Mich haben Informationen erreicht, dass mal unabhängig von der Frage des ersten Umzugs in den Bereich Fritz-Lesch-Straße ein möglicher neuer Verwaltungskomplex gebaut werden soll, der dann sozusagen einen Großteil der Vereine beheimatet. Aber er soll wohl relativ versteckt und für sozusagen die interessierte Sportnachbarschaft auch schlecht zu finden dann sein. Teilen Sie diese Einschätzung? Da würde mich das wirklich mal interessieren. Herr Ulich, Sie haben von einer untergeordneten Rolle des Fußballs in dem Masterplan gesprochen. Vielleicht erstmal von mir vorab ein großes Lob für auch die Nachwuchsarbeit, die der BFC Dynamo leistet. Und insoweit teile ich da auch Ihre Einschätzung, dass die tolle sportliche Arbeit, die Sie da leisten, auch weiterhin gewürdigt werden soll. Nun reden Sie ja, wie gesagt, von einer untergeordneten Rolle des Fußballs. Und wir haben dort ja zwei Rasenplätze, drei Kunststoffplätze und dergleichen in der Masterplanung drin. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht noch mal darstellen, wie sich sozusagen diese Entwicklung aus Ihrer Sicht noch mal darstellt. Denn bis dato verstehe ich die Frage Aufsplittung der Trainings- und Spielmöglichkeiten. Aber sind Sie dann sozusagen nach der Idee des Masterplans schlechter gestellt? Das müssten wir hier tatsächlich auch noch mal wissen. Und wenn Sie, und die gleiche Frage geht auch an Herrn Zerbe, wenn Sie, Herr Ulrich, Herr Zerbe, durchs Gelände laufen, wie bewerten Sie in der Gesamtheit eigentlich den baulichen Zustand aktuell? Und wo würden Sie sagen, also wenn finanzielle Mittel kurzfristig zur Verfügung stehen, das oder das oder das müsste denn schnell und kurzfristig organisiert werden. Ich will Ihnen jetzt auch gar nicht irgendwie was da in den Mund legen, aber ich selbst hatte eben die persönliche Erfahrung, dass bei den Berlin Open des Berliner Fechterbundes in der großen Sporthalle, also wer da die Toiletten aufgesucht hat, weiß, wo eigentlich auch ganz schnell Geld hin müsste. Soweit von mir. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schwarze, bitte.
Ja, vielen Dank auch meinerseits an die Anzuhörenden. Und ich hätte ein paar Nachfragen noch ergänzend zu den Punkten, die jetzt hier auch schon von den vielen Vorrednerinnen und Vorrednerinnen angesprochen worden sind. Einerseits nochmal hinsichtlich der Debatte auf Bezirksebene, dass die Bezirke insgesamt ja auch eine sehr wichtige Rolle hier spielen in der Stadt, ist uns ja bekannt. Dementsprechend glaube ich, ist auch bei diesem Thema nochmal relevant, für uns auch für die weitere Arbeit die Bewertung und die Einschätzung der Gemengelage vor Ort zu kennen. Deswegen hier die Nachfrage an die Bezirksstadträtin, was dort dann auch die Forderungen aus der BVV sind und die Gemengelage sich darstellt. Sie hatten das angerissen, würde mich jetzt aber auch gerade vor dem Anbetracht der Debatte, die geführt wurde, nochmal interessieren. Das Zweite geht an die Senatsseite. Es wurde vorhin in der Präsentation so angerissen, dass es diesen potenziellen Konflikt gibt mit heranrückender Wohnbebauung. Da haben Sie so ein bisschen im Konjunktiv gesprochen. Mich würde der Stand hierzu interessieren. Also wie sicher ist es, dass das nicht kommt, dass das anders gestaltet werden kann noch? Und auch perspektivisch, wie verhindern wir solche Planungen? Weil letztendlich hätte ja im Vorfeld eigentlich mal auffallen müssen, dass wir da potenziell in einen Lärmkonflikt mit Schallemissionen und der TA-Lärm hineinlaufen. Ich glaube, die Problematik ist uns da bekannt. Da würde mich nochmal interessieren, wie dann der aktuelle Stand aussieht. Und letzter Punkt nochmal zu den Thematiken rund um die Friedhofsflächen, die dort als mögliche Umnutzungsflächen auch in der Auslobung genannt werden, die hier jetzt auch, glaube ich, vorhin schon mal kurz angesprochen worden sind. Da gibt es ja auch den Kritikpunkt, der auf der Webseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bau und Wohnen hinsichtlich des ausgewählten Entwurfs nachzulesen ist, dass hier der Umgang nicht so ganz respektvoll ist in dem Entwurf mit den Friedhofsflächen als potenziell Erweiterungsflächen. Neben den Gräbern gibt es aber auf diesen Flächen ja auch dann nochmal aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutsame Strukturen. Deswegen würde mich interessieren, inwiefern das überhaupt eigentlich noch Potenzial ist für Umnutzung oder eigentlich schon längst beiseite gelegt und aussortiert ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, Frau Staatssekretärin. Ja, ich versuche jetzt wie immer in einem Rutsch alle Fragen zu beantworten. Sollte ich dabei was vergessen, dann bitte ich um Nachfrage, weil es doch relativ viel war. Ich fange jetzt einfach, Herr Schwarz, bei Ihnen an. Dass der Stand der Probleme mit der heranrückenden Wohnbebauung, da ist es so, dass wir natürlich immer bei der B-Planung einbezogen werden und die Probleme auch in diesem Fall frühzeitig benannt haben. Und das dann für uns der Stand der Dinge ist. Was die Friedhofsflächen angeht, kann ich sagen, dass es keine Potenzialfläche mehr ist. Also das ist sowieso raus. Dann hatte Frau Schädlich gefragt nach der Versiegelung. Da ist die Bilanz auf jeden Fall deutlich besser als im Bestand. Beim Thema Energie ist, glaube ich, auch klar, dass auch bei den Neubauprojekten da entsprechend der Fahrplan vorliegt und auch eingehalten wird. Und das Thema Energie vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade haben, natürlich immer auch prioritär behandelt wird. Was die Bedarfe des Bezirks angeht, da gab es jetzt ja mehrere Nachfragen zu. Sei mir die Bemerkung gestattet, dass der Bezirk beim Thema Schule selbstverständlich schon eingebunden ist im Sportforum und da auch entsprechend Flächen nutzt. Wir haben aber sehr viele Bedarfslagen im Sportforum, sodass wir auch nicht wie in anderen Bereichen in der Lage sind, vom Bezirk alles abzudecken und auch nicht in der Verpflichtung an der Stelle sind. Was das ganze Thema Masterplan und die Frage angeht, was priorisiert wird, was umgesetzt wird und wie der Masterplan, welche Verbindlichkeit der Masterplan hat, was Herr Förster auch angesprochen hatte, kann ich grundsätzlich erstmal sagen, dass das Thema Masterplan eine ganz andere Verbindlichkeit hat als beim Gesamtkonzept des Olympiaparks, weil das einfach nicht miteinander vergleichbar ist, weil es in dem Fall auch einen über einjährigen Prozess gegeben hat mit den verschiedenen Beteiligten. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Und es damit sich um ein offizielles städtebauliches Verfahren handelt, was ganz anders zu bewerten ist. Und damit auch nochmal die Frage
danach, was wir bereits umgesetzt haben. Da kann ich zu sagen, dass beispielsweise die Kalthalle und eine Typensporthalle schon umgesetzt sind. Dass die Athletikhalle und die Bogensporthalle ja auch in SIVA hinterlegt sind, wo man jetzt sicherlich gucken muss, die Mittel wahrscheinlich nicht ausreichen, aber die entsprechende Hinterlegung da ist und dass für die anderen Dinge jetzt dann eine Priorisierung erfolgen muss und wir dann gucken müssen, wie die zukünftige Umsetzung aussehen kann. Dann hatte Frau Engelmann gefragt nach dem Thema Veranstaltungsstätte Frauensport. Da würde ich gerne auch die Antwort auf die Frage von Herrn Standfuß mit einbinden, weil, wie Sie sicherlich alle wissen, ist die Veranstaltungsfläche tatsächlich eine Fläche, wo zwei weitere Hallen entstehen sollen, nämlich unter anderem die Teamsporthalle. Und für alle ja bekannt, haben wir in Berlin genau das Problem, dass für den Frauenballsport keine Halle zur Verfügung steht, die Zuschauerkapazitäten von 1.000 bis 5.000 Menschen hat. Neben der Sömmeringhalle, soweit mir bekannt, im Bezirk gibt es jedenfalls keine, sodass da ein großer Bedarf besteht, der unter anderem eben hiermit dann auch angegangen werden könnte, weil es eben genau an dieser Stelle eine Frauenballsporthalle oder überhaupt eine Ballsporthalle in dieser Größenordnung möglich wäre. Zum Thema Alba. Vielleicht sei mir der Hinweis gestattet, dass nach meiner Kenntnis die Alba-Frauen für die kommende Saison eine Möglichkeit haben, also eine Perspektive haben, in einer bezirkseigenen Halle zu spielen. Da vielleicht nochmal der Hinweis, bei Alba nochmal anzufragen. Aber nach meiner Kenntnis gibt es da im Moment keine Problematik, dass sie nicht untergebracht sind. Das war noch die Bitte, das Thema Regionalliga-Tauglichkeit auch von Frau Engelmann des zukünftigen Stadions in den Blick zu nehmen, was entstehen soll im Rahmen des Masterplans im Sportforum. Das hatte ich eingangs ja schon bestätigt und auch gesagt, dass es aus unserer Sicht natürlich eine Regionalliga-Tauglichkeit haben muss und entsprechend auch umgesetzt sein sollte. Dann hat Herr Schadach und mehrere andere nach dem Hotelbereich gefragt, also nach dem entsprechenden Grundstück. Dazu kann ich sagen, dass im Moment Eigentümer in die Immonen Property mittlerweile Nummer 7 ist. Es gab nach meiner Kenntnis auch noch andere Nummern bisher, sodass wir da natürlich jetzt gucken müssen. Es gibt keine offiziellen Gespräche im Moment, aber uns ist natürlich völlig bewusst und deswegen ja auch sehr bewusst die Vorstellung auch dieses Geländes im Rahmen der Darstellung eben von Frau Dr. Verloren, dass das eine sehr große Potenzialfläche ist, die für dieses Grundstück sehr gewinnbringend wäre und die wir natürlich gerne auch wieder nutzen würden. Da muss man jetzt allerdings sehen, wie sich das weiterentwickelt. Im Blick ist es allerdings, soweit kann ich das sagen. Dann hatte Herr Standfuß das zweite Drittligastadion angesprochen. Hier kann ich natürlich sagen, dass auch aus unserer Sicht es sehr zielführend wäre, grundsätzlich ein zweites Drittligastadion in dieser Stadt zu haben. Das habe ich auch bereits mehrfach ausgeführt, dass es aber aus unserer Sicht ein Stadion sein muss, wo viele Vereine spielen können, möglichst alle, die irgendwann in der Liga aufsteigen. Und das ist nach unserer Einschätzung im Sportforum eben nicht gegeben, weil es tatsächlich die Heimspielstätte bereits eines Vereines ist und das an der Stelle aus unterschiedlichsten Gründen etwas komplizierter ist, sodass wir auch vor finanziellen Hintergründen tatsächlich derzeit das Mommsenstadion als zweites Drittligastadion präferieren und da auch mit dem Bezirk bereits in Gesprächen sind, sodass wir gucken können, wie sich das an dieser Stelle dann weiterentwickelt.
Nebenbei sei mir noch die Bemerkung gestattet, dass wir uns natürlich auch immer freuen, wenn Bezirke sich da mit einbringen und gegebenenfalls andere Stadien, die sich auch dafür eignen, weiter qualifizieren und uns da auch den Hinweis geben, wenn da Möglichkeiten sind, weil wir sicherlich grundsätzlich, wie gesagt, davon ausgehen, dass die Stadt zwei Drittligastadien brauchen könnte und wir da durchaus auch dran sind. Dann gab es auch von Herrn Standfuß die Frage nach der Friedhofsfläche. Die habe ich bereits beantwortet, sodass ich noch mal vielleicht auch mit dem einen oder anderen Missverständnis an dieser Stelle ausräumen möchte, was die bezirkliche Beteiligung in dem Verfahren angeht. Weil nach meiner Kenntnis hat es die sehr wohl gegeben, die Beteiligung im Verfahren. Und gibt es auch weiterhin im Übrigen auch die Beteiligung von Vereinen. Ich hatte es eben bereits gesagt, das ist ein offizielles städtebauliches Verfahren. Da gibt es entsprechende Regularien und da wurden auch die Träger der öffentlichen Belange einbezogen, die auch Stellung nehmen konnten. Dann genau die Frage auch von Herrn Förster nach der Immun habe ich beantwortet damit, die Verbindlichkeit des Masterplans auch, sodass ich gerne noch einen Satz dazu sagen würde zur Frage, wie der BFC derzeit das Stadion nutzt, weil die Aussage, damit, die ich gerade gehört habe, dass es noch schlimmer kommt, wenn Sie dann in den Jahn-Sportpark ausweichen müssten, bringt mich dazu, vielleicht hier noch mal deutlich zu sagen, dass wir sehr wohl erstens, wie eben schon dargelegt, es natürlich begrüßen, dass der BFC im Sportforum angesiedelt ist, dass er das auch weiterhin kann, dass wir das bisher auch zur Grundlage sämtlicher Gespräche gemacht haben, an denen ich auch dabei war, immer wieder auch darzustellen, dass wir natürlich die Viertligatauglichkeit des Stadions entsprechend sehen und uns dafür auch verwendet haben, dass die Möglichkeiten für den BFC da verbessert werden, um derzeit auch da zu spielen, weil nach meiner Kenntnis sind da auch einige Maßnahmen für das Stadion jetzt umgesetzt worden, wie beispielsweise, ich erinnere mich immer an das Kamerapodest, aber es waren noch einige andere. Das möchte ich in diesem Zusammenhang hier auch noch mal sagen. Und ich denke, dass zumindest aus meiner Sicht auch noch mal mitzunehmen ist, dass das Jahnstadion ein inklusives Stadion wird, was weit über das Thema der Drittligatauglichkeit hinausgeht. Und ich würde sagen, dass es uns allen wichtig sein müsste, jedenfalls ist es aus meiner Sicht für die Senatsverwaltung so, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass ein inklusives Stadion für die Besuchenden inklusiv sein muss und aber auch für diejenigen, die den Sport treiben, inklusiv sein muss. Und das geht weit über das hinaus, was die Drittligatauglichkeit angeht und damit sicherlich auch weit darüber hinaus, beide Stadien miteinander zu vergleichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kekulioğlu. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich würde in der Reihenfolge, wie die Fragen gekommen sind, versuchen, darauf Stellung zu beziehen. In Bezug auf die Frage, ob das Sportforum Teil des Sportentwicklungsplans ist, nein, auch die Kapazitäten, also bei der Frage der Kapazitäten kann die Planung des Sportforums nicht berücksichtigt werden, weil wir keinen Zugriff drauf haben und können es nicht mitverplanen, also ist es auch nicht Teil unserer Planungen. Unser Sportentwicklungsplan, wir erwarten die Finalisierung bis Ende des Jahres, bis Mitte September war noch eine, wir hatten die Beteiligung, den Beteiligungsprozess noch mal ausgeweitet bis jetzt September und erwarten die Finalisierung, wie gesagt, Ende des Jahres. Zum Eckgrundstück kann ich nicht so viel sagen, das ist in privater Hand und zum Thema Inklusion und Geschlechtergerechtigkeit. Generell ist, also wenn wir hier über Fußball sprechen, doch der Fokus auf Herrenfußball auch, also ich glaube, der Bezirk ist da jetzt keine Ausnahme. Generell Frauenfußball ist nicht so sehr im Fokus. Deswegen möchten wir im Bezirk auch die neue Sportanlage Hohenschönhausener Straße vor allem Mädchen und Frauen widmen. Eine Typensporthalle-Inklusion wünscht sich der Bezirk.
Auch hier eine wichtige Bemerkung. Wir kommen an unsere Grenzen, was Grundstücke betrifft. Die werden immer rarer und wenn was übrig bleibt, dann auch immer kleiner. Das heißt, Typensporthallen, Typenbau bedarf eines größeren Grundstückes. Das wird aufgrund der Flächenkonkurrenz leider immer schwieriger, muss ich an dieser Stelle sagen. Welche Sportart fehlt, wurde gerade auch gefragt. Rollhockey ist auch sehr schwer abzubilden, aufgrund der auch Voraussetzung für diese Sportart. Zu der Frage von Ihnen, Herr Liebe, in Bezug auf die Schülerinnenzahl und Sportunterricht. Das Defizit ist vor allem im Süden unseres Bezirkes, Rummelsburg und Karlshorst. Ich kann aber dazu noch die Zahlen gerne nachreichen, beziehungsweise sind Sie auch herzlich eingeladen im Sport- und Schulausschuss des Bezirkes. Jetzt könnten wir das Thema da auch gerne behandeln. Wir haben im Norden von Lichtenberg einige Baumaßnahmen, die die Sportstättenversorgung etwas entlasten wird. Wie gesagt, die Herausforderung ist vor allem im Süden des Bezirkes. Die Gemengelage im Bezirk, hat Herr Schwarze gefragt. Wie gesagt, Inklusion ist so ein Thema, was aus unserer Sicht sehr schwierig ist umzusetzen. Aber der Bedarf da ist. Und das, ich finde auch, das ist auch da die Zielmarge, wo wir auch ankommen sollten. Wir müssten generell inklusiver denken und das Thema als Querschnittsaufgabe sehen und auch eben bei allen, in allen Themenfeldern dieses Thema viel stärker nach vorne bringen. Es sollte kein Add-on sein, sondern eine Selbstverständlichkeit. Jetzt haben Sie mich, Frau Becker-Giannini, ein wenig provoziert mit Ihrem Statement, Senat ist nicht in Verpflichtung, Schulsport abzubilden. Absolut, unterschreibe ich. Allerdings möchte ich doch gerne darauf hinweisen, Lichtenberg ist ein Bezirk, wo viel Wohnungen gebaut werden und viel Wohnbaupotenzial da ist und auch der Senat das ja entsprechend ja auch vorantreibt. Das hat natürlich Folgewirkungen. Die soziale Infrastruktur wächst nicht so schnell nach wie der Wohnungsbau und demzufolge fände ich schon schön, wenn wir also Senat und Bezirk am gemeinsamen Strang ziehen, was den Ausbau von Sport beispielsweise betrifft. Natürlich betrifft es dann auch den Schulsport. Da kommen wir auch an unsere Grenzen. Und da hier die Abgeordneten nach dem bezirklichen Bedarf gefragt haben, wollte ich das natürlich nicht unter den Teppich kehren. Mein Fachbereich Sport hat mir mitgeteilt, dass es zum Masterplan keine Behördenbeteiligung gibt. Aber wir können das noch mal klären, wenn das hier, da ist ein Missverständnis diesbezüglich. Würde ich gerne dann auch klären im Anschluss. Ich glaube, ich bin auf alle Fragen eingegangen. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Bär, bitte. Ja, ich beginne auch mal mit der Reihenfolge der Fragen, versuche das ein bisschen zusammenzufassen. Die Einstiegsfrage war die Entwicklung des Olympiastützpunktes im Verhältnis zum Fußballstadion und der Entwicklung Fußball im Sportforum. Das würde ich gerne ein bisschen übergeordneten Zusammenhang stellen. Am Ende geht es ja um die Entwicklung aller Sportarten im Sportforum. Und da spielt Fußball natürlich eine große Rolle. Prinzipiell, das hatte ich ja in meinem Beitrag auch ausgeführt, ist es für uns ein Gewinn und wirklich ein Vorteil, dass viele Sportarten sich im Sportforum wiederfinden, weil wir da Synergien auch haben. Wir haben aktuell zum Beispiel ein Format entwickelt, wo die Leitungen der Bundesstützpunkte und auch Landesstützpunkte zusammenkommen, um zum Beispiel Talentetransfer zwischen den Sportarten sicherzustellen und da auch dann, wie gesagt, mit einer guten Entwicklung im Fußball dann auch Möglichkeiten für andere Sportarten zu erschließen, wenn es im Fußball nicht zur Spitzenleistung reicht. Also dieses Potenzial beim Fußball sehen wir und insofern ist es immer erstmal für uns positiv, auch Fußball auf dem Gelände zu haben. Insgesamt stehen wir dann vor der Fragestellung, die ja auch schon angeklungen sind in den Beiträgen, was wünschen wir uns und was ist am Ende umsetzbar? Wir wünschen uns so viele wie möglich, viele Sportarten wie möglich im Sportforum und am Ende wird es in der Investition und in der Planung Grenzen haben und dann müssen wir Entscheidungen treffen und naturgemäß fallen uns diese Entscheidungen schwer. Im Sportforum werden diese Entscheidungen ja durchaus auch sehr stark zum Beispiel über Bundesstützpunktfestlegungen getroffen.
und nicht nur in Berlin dann, sondern eben auch zwischen DOSB und BMI verhandelt und zwischen den Spitzenverbänden und den beteiligten Partnern. Also da sind wir nicht alleine Herr des Verfahrens sozusagen und müssen Entscheidungen, die von außen getroffen werden, aufnehmen und dann auch selbst entscheiden, wie weit man die umsetzen kann. Und dabei komme ich eigentlich zu der Frage, wie ich die Perspektive einschätze auf des Sportforums. Da sind wir genau, wie gesagt, davon abhängig, wie weit die Leistungssportreform mit den angestrebten Konzentrationsprozessen tatsächlich in der Umsetzung wirksam wird. Bis jetzt ist das sehr mangelhaft aus meiner Sicht. Und dann kommen wir zu der Frage, welche Rolle spielt der DOSB im Verhältnis zum BMI und wer hat dort das Sagen? Das ist ein sehr schwieriges Thema, was im Augenblick auch in der Leistungssportlandschaft intensiv diskutiert wird, auch insbesondere von den Landessportbunden. Der LSB Berlin ist da sehr stark involviert und könnte da viel dazu sagen. Also ein Stück weit sind wir davon abhängig, wie sich dieses Verhältnis DOSB und BMI entwickelt und wie weit wir da für, auch für den Leistungssport klare Führungskonstellationen entwickeln können. Das ist schwer absehbar. Ich bin sicher, egal was am Ende dabei rauskommt, am Sportforum kommt man einfach nicht vorbei. Was ich am Anfang gesagt habe, es gibt viele Verbände, die wollen ins Sportforum. Und egal, in welche Strukturen Leistungssport in Zukunft gestaltet wird, Sportforum wird nachgefragt werden. Und wie konsequent das dann tatsächlich umgesetzt wird mit Entscheidungen auf der Bundesebene, kann ich im Augenblick nicht so genau beschreiben. Die drei Investitionen, die so abgefragt wurden, also ganz klar Bogenschießhalle als allererstes, weil das uns auch schon längere Zeit beschäftigt, denke ich, wird vom Senat auch ähnlich gesehen. Uns drückt dann, wie gesagt, die ganze Thematik Langzeitübernachtung, Kurzzeitübernachtung sehr. Beschäftigen wir uns auch schon lange damit, wobei man sagen muss, das ist ein Thema, was dann eben auch sehr stark in der Bildungsverwaltung angesiedelt ist, weil es unter dem Dach der Eliteschule des Sports abläuft. Und die Athletikhalle, wenn ich mich festlegen sollte auf ein drittes Projekt für die Wintersportarten, ist sicherlich ein Thema, was man voranbringen sollte. Wobei wir eben wirklich auch viele kleinere Projekte haben, die für das Gesamtgebilde Sportforum dann eine Rolle spielen. Und da komme ich ein bisschen zu der Frage, auch wie weit man jetzt Nachwuchsentwicklung im Masterplan berücksichtigen kann. Also wir haben ja die Situation, dass wir im Sportforum in vielen Sportarten durchaus erstmal eine sehr, sehr ordentliche Infrastruktur haben. Und wenn wir dann mit der Eliteschule Sport zusammensitzen und versuchen, Trainingsplanung und Stundenplanung zusammenzukriegen, dann stoßen wir doch wieder an Grenzen. Also wir haben durchaus eine gute Ausstattung für den Bundesstützpunkt zum Schwimmen mit Judomatten und so weiter. Aber dann entstehen, wenn die Schule den Unterricht drum planen muss, doch Ballungszeiten, wo dann die Fläche auf einmal nicht mehr reicht. Und Eishockey könnte man als Beispiel nennen und viele andere. Wo wir eigentlich merken, wir brauchen trotz der Flächen, Trainingsflächen, die wir haben, über den ganzen Tag verteilt, sieht das komfortabel aus, dann Konzentrationszeiten, wo wir eigentlich besser ausgestattet sein müssten. Und das müsste in der Entwicklung eines Masterplans durchaus Berücksichtigung finden. Dann mit der Perspektive, dass dann eben andere Nutzungsformen ja durchaus zu den Zeiten, wo der Leistungssport nicht zugreift, dann Möglichkeiten hätten. Also insbesondere, wenn der Stadtbezirk eben zu Zeiten reingeht. In der Schwimmhalle haben wir das ja zum Teil schon, dass praktisch bis 17 Uhr dann Bundesstützpunktnutzung ist oder 17.30 Uhr und dann sind eben Flossenschwimmen, Rettungsschwimmen und alle anderen Sportarten gut in der Schwimmhalle platziert. Das wäre so ein Konzept für die Gesamtplanung, die im Masterplan, wie gesagt, dann durchaus mit einer Funktionserweiterung dann auch umgesetzt werden könnte und auch durchaus dem Nachwuchsleistungssport, der jetzt auch schon gut platziert ist, muss man dazu sagen. Also wir haben ja viele Bundesstützpunkte, die auch Landesstützpunkte sind und die Eliteschule des Sports, wie gesagt, ist ja per se ein Standort, der die Nachwuchsentwicklung dann auch sicherstellt. Also da sind wir durchaus gut aufgestellt. Zur Fragestellung Inklusion. Das Sportforum war aus meiner Sicht da schon immer auch in der Vorreiterrolle. Wir konnten auch als Olympiastützpunkt, haben wir zum Beispiel das paralympische Schwimmteam zu einer Zeit schon begleitet, wo wir noch keinen offiziellen Auftrag von der Bundesebene her hatten, weil die einfach wirklich gute Arbeit gemacht haben und einfach präsent waren. Auch die Eliteschule hat sich diesem Thema sehr früh geöffnet. Also da denke ich, sind wir prinzipiell auf einem guten Stand. Die Infrastruktur in der Schwimmhalle ist dann, glaube ich, gut, weil wir eben vor 20 Jahren die Schwimmhalle saniert haben etwa. Natürlich dann mit dem Blick auch auf Inklusion und entsprechende Ausstattung. Die Schule musste ein Stück weit nachziehen.
Also das ist vielleicht der Hinweis, den ich geben müsste, wenn wir Thema Inklusion haben. Am Ende hängt das, hat das natürlich immer auch mit Investitionen und Folgekosten zu tun. Und nicht nur in der Infrastruktur, sondern insbesondere auch beim Personal. Also die Schule fragt dann natürlich schon verantwortungsvoll danach, wie kann ich denn auch in der Inklusion dann auch meine Verantwortung in der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit bestimmten Betreuungsbedarf, der dann einfach zusätzlich da ist, tatsächlich absichern mit Personal. Also das muss man sich dann schon klar machen, dass damit auch wirklich eine Verantwortung verbunden ist. Und zur Geschlechtergerechtigkeit, ganz pauschal kann ich sagen, auch da sind wir in Berlin wieder gut aufgestellt. Also ich kann es konkret für unsere olympischen und paralympischen Teams sagen, da ist Berlin immer so mit einem 50-50% Anteil dabei, eher leichte Tendenz zugunsten der Frauen, aber da sind wir gut aufgestellt. Ich habe ein Problem damit, Geschlechtergerechtigkeit auf einen einzelnen Trainingsstandort zu definieren, weil das wirklich schwierig ist. Also wir haben im Sportforum Sportarten mit einer guten Konstellation. Bogenschießen ist der Frauenanteil ist auch dann höher als der Männeranteil. Während zum Beispiel die rhythmische Sportgymnastik, die durchaus eine Zeit lang auch im Sportforum verankert war, gezielt in den Olympiapark gezogen ist, weil dort die Rahmenbedingungen dann besser sind, dann sinkt natürlich der Anteil. Wir haben Handball-Männer im Sportforum, die Frauen sind woanders platziert. Also wir haben Rudern mit einer starken Konzentration am Hohenzollernkanal und nicht im Sportforum. Also ich denke, man sollte, wenn man sich Geschlechtergerechtigkeit anguckt, wirklich Gesamt-Berlin betrachten und dass Berlin wirklich seine Verantwortung in der Gesamtheit wahrnimmt. Und dann wird es dazu kommen, dass bestimmte Standorte eher vielleicht frauenlastig sind und andere vielleicht ein bisschen mehr männerlastig. Wenn das in einem Gesamtbild aufgeht, wäre das für mich gut und aus meiner Sicht auch von der Nutzung der Infrastruktur auch sinnvoll, eine Gesamtbetrachtung anzustellen. Ich glaube, ich hoffe, dass ich so halbwegs die Punkte erfasst habe, die angefragt wurden. Vielen Dank. Herr Thierig, bitte. Ja, zur ersten Frage, Anzahl der Räume. Wir haben also zwei Räume, a 20 Quadratmeter. Der eine Raum wird als Beratungsraum genutzt für Vorstandssitzungen und so weiter oder wenn wir Gespräche mit Vereinen führen. Und der zweite Raum ist das Büro der Geschäftsstelle für den entsprechenden Mitarbeiter. Zum Masterplan, den würden wir unterstützen auf jeden Fall, weil wir wissen, dass ja das Sportforum Leistungssport lastig ist, beziehungsweise Bundesstützpunkt Zentrum ist. Und wir wissen auch für die Breitensportvereine, dass Vorbilder wichtig sind, also Leistungen im Leistungssport mit entsprechenden Vorbildwirkungen sind also auf jeden Fall wichtig auch für die Vereine. Deswegen unterstützen wir das. Es ist immer zu prüfen, ob im Sportforum auch Möglichkeiten gibt für Lichtenberger Vereine, irgendwelche Zwischenzeiten vielleicht auszunutzen, um die Kapazitäten eben hundertprozentig auszuschöpfen. Ein gutes Beispiel dafür ist der SC Berlin, der also gut traditionsgemäß dort ja ansässig ist, der also viele Trainingsmöglichkeiten dort erhält, immer entsprechend den Möglichkeiten. Und da ist die Zusammenarbeit mit der Leitung des Sportforums sehr gut, dass also immer für eine Lösung man bereit ist, irgendwas auch zu finden dafür. Das Ersatzgebäude für dieses Erzgebirgshaus soll ja sein die Fritz-Lesch-Straße beziehungsweise Internat der Fritz-Lesch-Straße. Und das ist zwar nicht so zentral gelegen wie das Erzgebirgshaus, aber ist immer noch auf dem Gelände des Sportforums, am Rande etwas, Richtung Eliteschule. Also wir würden damit schon gut leben können, auf jeden Fall. Und die Räumlichkeiten dort sind also circa 16 Quadratmeter groß, das sind ja Internatsschlafplätze gewesen, mit denen könnten wir also auch ganz gut leben. Nochmal zu dem Umzug, wenn sich das natürlich nicht vermeiden lässt, ja, wird das natürlich akzeptiert, aber wenn das möglich ist, dass wir nur einmal umziehen, würden wir das natürlich favorisieren, ganz klar. Und wir würden uns auch an den Kosten beteiligen, das Erzgebirgshaus noch, was die Energieeinsparung angeht, so zu gestalten, dass man da also Energie einsparen kann und Geld einsparen kann.
Wir haben auch im Gespräch mit Herrn Krüger vorgeschlagen, uns an den Kosten zu beteiligen als Bezirkssportbund, sodass man also dort eine gemeinsame Lösung findet, um eben diese zusätzlichen Kosten zu vermeiden, die ein zweiter Umzug bedeuten würde. Danke. Vielen Dank. Herr Ulich, bitte. Ja, vielen Dank. Frau Engelmann hatte mich gefragt, wie es bei uns mit Mädchen- und Frauenfußball aussieht. Wir hatten ja schon vor Ort damals uns darüber unterhalten. Wir haben von den Räumlichkeiten her nicht die Möglichkeiten und auch von der Kapazität der Plätze nicht die Möglichkeiten. Das ist die Plätze, die wir belegen, die sind so ausgebucht, dass wir da nicht die Möglichkeit haben, würden sie gerne anbieten. Wir haben teilweise Mädchen in den Mannschaften, da ist dann immer das Problem, wo die sich umziehen. Daher, die spielen aber nicht in den, als Mädchenmannschaft, sondern die spielen dann bei den Jungs. Also da, wo es machbar ist, macht unsere Jugendabteilung schon es möglich, soweit wie es geht, dass Mädchen bei uns spielen können. Aber reine Mädchenmannschaft oder Frauenfußball haben wir nicht die Möglichkeiten von den Umkleiden her und auch nicht von der Platzbelegung her. Ja. Herr Liebig hatte mich gefragt, wenn ich durchs Stadion gehe, wie ich das einschätze, wenn ich es richtig verstanden habe, und die Schlechterstellung zum Masterplan. Also ich habe hier einen Masterplan, da steht drin, ein Stadion wird gebaut für 1000 Zuschauer. Daher bin ich, das ist mein Kenntnisstand, wenn es da was Aktuelles gibt und die Aussage, die jetzt gerade gemacht wurde, es wird dann Viertliga-taugliches Stadion, die habe ich nicht, wie gesagt, ich habe eine alte Unterlage, daraus geht es sich hervor und textlich heißt es da drin auch mit 1000 Zuschauern. Ansonsten, wenn ich durch Sportforum gehe, klar, das wissen wir alle, es ist alles relativ alt, teilweise marode. Auf der anderen Seite muss ich mich aber auch bedanken, dass wir durch die Unterstützung vom Senat viele Sachen neu bekommen haben, repariert bekommen haben. Wir sitzen oft mit Herrn Krüger zusammen und gucken, was repariert werden kann. Neuanschaffung geht immer nicht, aber reparieren geht. Und das, was jetzt im Sommer gemacht wurde, neuer Rasen in den Tribünenbereichen bis hin zu Lautsprechern und diverse andere Sachen, noch Anzeigentafeln. Also es geht immer so weit, wie es machbar ist. Muss ich sagen, es ist kein neues Stadion, es fehlt viel, aber es ist eben halt unsere Spielstätte und nochmals, es soll auch unsere Spielstätte bleiben. Vielen Dank, Herr Zerbe, bitte. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt auch gerade nochmal der Reihenfolge nach beantworten wollen. Zum einen war die erste Frage Bedarf an mehr Fläche für den Handballsport. Ich glaube, wir können sagen, dass gerade mit dem Bau der neuen Typensporthalle für uns die Voraussetzungen wirklich geschaffen worden sind, eben in der Trainingsplanung zusammen mit der Eliteschule des Sports die Möglichkeiten zu schaffen, den Bedarf da abzudecken. Da würden wir aktuell wirklich sagen, da sind wir sehr gut aufgestellt. Wie Herr Dr. Bär auch gesagt hat, sehen wir auch, was Potenzial angeht. Langzeitübernachtung natürlich dementsprechend dort. Weiterhin ist, glaube ich, der Bedarf bei allen Sportarten immer groß, sodass wir dort immer auch einen Bedarf haben, um auch im Leistungssportvergleich mit anderen Zentren, sagen wir mal, standhalten zu können, auch dort noch wirklich was bewegen zu können. Wir sind aber auch da eben die Schwierigkeiten. Zum anderen war die von mir geäußerte Wunsch dementsprechend einer Begegnungsstätte. Dort habe ich eher die Vision auch dargestellt, dass unsere Sportler sich mit anderen Sportlern austauschen können, aber vielleicht auch die Möglichkeit geschaffen wird, eben ein zusätzliches Angebot an Verpflegung für die Sportler auf dem ganzen Gelände, aber vielleicht auch eben eine Begegnungsstätte vielleicht mit Besucher des Areals vielleicht verwirklichen lässt. Zu dem Masterplan. Ich glaube, dass der sehr gut ist für den Stützpunkt des Leistungssports generell, aber auch eben für den Handball. Und ich glaube, dass beides eben in der Umsetzung von uns auch insofern unterstützt wird, weil der Leistungssport dadurch sichergestellt werden kann, auch für die Zukunft.
Die letzte Frage war die der Bewertung des Standortes baulicherseits im Sportforum. Ich glaube gerade auch Handball betreffend, ich denke, das gilt aber auch für andere Bereiche, wurde in der letzten Zeit immer wieder viel investiert. Es ist ein ständiger, dynamischer Prozess. Und ich glaube, wir befinden uns mit allen Sportarten da auf einem sehr guten Weg und haben auch wirklich, was Trainingsstätten angeht, hervorragende Bedingungen, um dort im Leistungssport auch weiterhin standhalten zu können. Danke. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch 4 Wortmeldungen. Herr Standfuß, Herr Förster, Frau Schädlich, Frau Engelmann. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann kann Herr Standfuß loslegen. Ja. Danke. Ich fange gleich nochmal mit dem Bezirkssportbund Herrn Thierich an. Da sehe ich das übrigens wie Herrn Förster, wenn am Ende die Notwendigkeit besteht, um das vernünftig alles aufzuteilen, zu organisieren, dass Sie da zweimal umziehen müssen, dann sollte das organisatorisch auch so machbar sein, dass Sie nicht die doppelten Kosten tragen müssen. Ich denke, das ist hinzubekommen. Und am Ende, wenn man dann in einem ordentlichen neuen Bürositz, wo man dann die Sportvereine vernünftig betreuen kann, Bezirkssportbünde nehmen eine wichtige Aufgabe war, dann sollte das ja auch in Ihrem Interesse sein. Zum Thema Dynamo würde mich natürlich schon noch mal interessieren, wie denn die Perspektiven bezüglich des Frauenfußballs sind, beziehungsweise ob, wenn denn geeignete Umkleidekabinen vor Ort wären, dann auch sozusagen die Planung dahin gehen würde, dass man mehr Geschlechtergerechtigkeit in sein Programm mit aufnimmt. Und meine, bei den Jungen, bei den kleinen Jahrgängen sehe ich das ja auch bei anderen Sportarten, dass die Mädchen mit den Jungs heute zusammen in den Mannschaften spielen. Aber dass umso älter sie werden, umso mehr ist der Wunsch natürlich auch da, reine Frauenmannschaften zu haben. Ob sich der BFC Dynamo das in der zukünftigen Entwicklung dann auf dem Gelände auch vorstellen könnte. Zum OSP, ich muss doch noch mal ganz kurz, ganz konkret fragen, Herr Beer. Sie hatten das ja so vorsichtig formuliert, dass möglicherweise weitere Flächenbedarfe entstehen könnten. Aber ich muss es ganz konkret noch mal wissen. Gibt es sozusagen Flächenbedarfe, die gegen dieses drittligataugliche Stadion sprechen? Wenn man denn dort ein drittligataugliches Stadion bauen wollte, wo man sagt, nee, das würde der Entwicklung des Olympiastützpunktes, da sind wir uns hier alle einig, ich kann es nochmal wiederholen, international anerkannt, soll natürlich in der Entwicklung auch keine Hemmnisse in den Weg gelegt bekommen. Gibt es da konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das Ihre Entwicklung, Ihre Pläne durchkreuzen könnte? Ja, von Ihnen habe ich vom Handball vernommen, dass Sie relativ zufrieden sind mit der räumlichen Gestaltung, mit den Platzmöglichkeiten, die Sie da haben. Das ist ja auch mal was Schönes, wenn wir das hören, dass das soweit klappt und funktioniert. Und jetzt vielleicht doch noch mal 2, 3 Fragen an den Senat zu dieser Teamsporthalle und den umliegenden Gebäuden. Also das interessiert mich schon noch mal. Warum sozusagen das jetzt diesen großen Mittebereich einnimmt? Man könnte diese Teamsporthalle, wenn es auf meiner Zeichnung, weiß ich nicht, von den Größenordnungen richtig dargestellt ist, könnte das ja auch durchaus da sein, wo jetzt das Fußballstadion, das kleinere mit 1000 Plätzen geplant ist. Zumindest würde es bei mir da reinpassen. Und dann wäre der ganze Mittebereich, wenn da nicht noch weitere interessante und sinnvolle Entwicklungen und Planungen stattfinden würden, ja frei, um dort ein drittligataugliches Stadion für den Dynamo zu erhalten. Also insgesamt nochmal mein Petitum an der Stelle zu gucken, dass alle Interessen auf dieser tollen Sportanlage auch gewährleistet werden können. Ich denke, und will es nur nochmal wiederholen, dass es von Platzmöglichkeiten, die man dort hat, möglicherweise auch mit den Erweiterungsoptionen doch machbar sein sollte. Und dann, was ich begrüße, dass man sich offensichtlich, wenn ich Sie, Frau Böcker-Giannini, richtig verstanden habe, um den ehemaligen Hotelstandort vorne an der Ecke bemüht oder zumindest guckt und das auch als Option, als Erweiterung der Sportanlage im Auge hat. Ich weiß nicht genau, ich bin da in den bezirklichen Dingen nicht tief genug drin, warum das so schiefgelaufen ist und warum man da keine Möglichkeit hat, dieses Gelände zurückzugewinnen. Aber wenn es da Möglichkeiten seitens des Senats gibt, sich noch intensiver einzubringen, dann würden wir das als CDU-Fraktion zumindest sehr begrüßen. Ja, jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich was vergessen habe. Nö. Also nur noch mal vielleicht
genau aufgegliedert, dieser Bereich der Mitte, weil ich das noch nicht ganz verstehe. Da gibt es so eine braune Gebäude, die da so drumherum sind. Dann gibt es eine ganze Menge Grünflächen. Dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das Runde soll die Teamsporthalle sein. Und da würden mich auch nochmal die genauen Eckdaten interessieren. Wie viele Zuschauer können da rein? Wie groß ist der Teamsportplatz da in der Mitte? Welche Funktionalität hat der Teamsportplatz, dass man das einfach nochmal ganz genau erfassen kann? Danke. Vielen Dank, Herr Förster, bitte. Ich will mich da nahtlos anschließen. Das ist, glaube ich, insgesamt eine relativ erfreuliche Gesamtperspektive, aber es muss nun auch in die Umsetzung kommen. Ich hätte gerne auch noch mal gewusst, weil das am Anfang für mich jedenfalls noch nicht ausführlich genug beantwortet wurde. Und ich bin ja auch, wie die Kollegin Kühnemann-Gruno, die ja heute auch hier ist, auch Sprecher für Bauen und Wohnen. Und da will ich auch noch mal das Thema auch Stadtentwicklung aufgreifen, das Thema des Masterplans. Der Masterplan ist ja eher so eine umfassende Gebietsentwicklungsplanung, die sie da gemacht haben, schon mit städtebaulicher Verbindlichkeit, gar keine Frage. Aber es war zusätzlich auch noch mal die Rede davon, vielleicht war es aber auch nur sozusagen eine falsche Begrifflichkeit, dass auch ein städtebaulicher Wettbewerb zusätzlich gemacht wurde. Dazu habe ich jetzt nichts gehört. Wurde der nun gemacht? Wenn ja, von wem veranlasst? Und wenn ja, wie wurde dann auch die Senatsverwaltung für Bau und Stadtentwicklung und Wohnen eingebunden? Denn die wäre ja die zuständige Verwaltung, die am Ende auch diese Maßnahmen koordinieren müsste, die auch die hochbaulichen Fragen klären müsste. Und dann würde mich schon wundern, dass man sozusagen dafür viel Geld ausgibt. Diese Wettbewerbe sind nicht billig, um sozusagen eine Gesamtkonzeptur nochmal zu machen nach dem Masterplan städtebaulicher Art, die man eigentlich dann Schritt für Schritt machen könnte, wenn die einzelnen Gebäude anstehen. Dann hätte ich gerne nochmal eine verbindliche Aussage. Gibt es noch einen städtebaulichen Wettbewerb? Gab es den neben dem Masterplan? Wer hat den veranlasst? Was hat er gekostet? Wo ist er nachlesbar? Und wer wurde daran entsprechend beteiligt? Und ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, warum zum Beispiel das Bezirksamt Lichtenberg beim Masterplan nicht beteiligt werden konnte. Also zumindest Ideen aufzuliefern. Ich glaube, das ist ja durchaus eine vernünftige und legitime Sache, auch dieses Anliegen einzufordern, hätte man vielleicht haben können, hätten wir diesen Diskussionspunkt hier heute nicht gehabt. Ich will auch noch mal ganz konkret fragen, auch in Richtung von Harry Beer, weil er das Thema auch Leistungssportreform auf Bundesebene angesprochen hat. Und Spitzensport ist nun mal ein Bundesthema, aber wir haben als Berlin natürlich ein auch veritables Interesse daran, dass das Nationale Leistungssportzentrum hier in Berlin entsteht und letzten Endes auch in Hohenschönhausen beheimatet ist. Das ist ja gar keine Frage, sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Deswegen die Frage, ist das aus Ihrer Sicht Konsens, sowohl seitens des DOSB als auch seitens des BMI, dass der Standort Sportforum Hohenschönhausen ein nationales Leistungssportzentrum werden soll? Oder muss diese Verbindlichkeit in der Abstimmung und auch nach einer Beschlussfassung, also in einem Commitment, in einem Bekenntnis dazu noch hergestellt werden auf Bundesebene? Weil dann werden wir auch alle gefordert, in Richtung Bundestag und unseren Parteien dafür nochmal zu sensibilisieren und zu werben, dass wirklich Berlin da wie eine Eins hinter diesem Anliegen steht. Das muss natürlich auch klar sein, dass es abgesichert wird und wir am Ende da auch da gemeinsam auch zum Erfolg kommen. Dann will ich bei den Prioritäten, und da hatten Sie zu Recht auch die Bogenschießhalle als Nummer eins genannt, will ich auch noch mal ganz klar fragen, wie ist denn da im Augenblick der Planungsstand? Wir wissen alle, dass das vollkommen inakzeptable Trainingsbedingungen sind, unabhängig jetzt von Temperaturen, aber auch räumlicher Art natürlich, und dass das nicht mal mehr museumsreif ist, sondern sogar noch schlechter. Deswegen auch noch mal gefragt, auch in Richtung Senat, wie ist da der aktuelle Planungsstand? Gibt es dort schon einen detaillierten Entwurf, wie sie aussehen soll? Ist diese hochbauliche Wettbewerbsphase abgeschlossen? Wenn ja, wann ist die Umsetzung geplant? Wie wird die Finanzierung sichergestellt? Ich glaube, uns allen ist am Ende egal, ob man da zusätzlich noch übrig gebliebene Sivana-Mittel anzapft, ob man an die Investitionsplanung rangeht oder Ähnliches. Ich glaube, die Halle muss jetzt dringend in Angriff genommen werden und eher heute als morgen gebaut werden, auch weil die Kosten ja weiter steigen. Ich will es auch noch mal einen Stammbuch schreiben. Bei 10% Inflation, 10% bauspezifischer Kostensteigerungsrate wird es jedes Jahr 20% teurer. Und was man heute nicht baut, bezahlt man in 10 Jahren doppelt. Also von daher muss man an der Stelle auch mal sagen, hier ist Eile und Tempo geboten. Deswegen auch die ganz klare Frage, wann ist hier mit konkreten Schritten zu rechnen? Wer bezahlt es? Wer plant es? Wann geht es los? Und wann werden wir gegebenenfalls auch zur Grundsteinlegung eingeladen? Weil das ist, glaube ich, ein Thema, was keinen Aufschub mehr duldet. Wir haben das lange genug angesehen und ich glaube, wir sind alle sehr ungeduldig, was auch die Bogenschießhalle betrifft und dass sie wenigstens als erster großer Punkt auch endlich in die Umsetzung kommt. Dann will ich auch das leidige Thema Friedhof und Entwicklungsflächen bei Friedhöfen doch mal ansprechen. Also aus meiner langjährigen Erfahrung, auch auf bezirklicher Ebene, war ich auch lange Bezirksverordneter in Treptow-Köpenick, ist das ein Thema, Friedhofsentwicklungsplan ist auch Sache der Bezirke. Und wenn der Bezirk Lichtenberg der Meinung ist, dass der Friedhof entwidmet werden kann, dann muss er das in seine Friedhofsentwicklungsplanung aufnehmen, muss dann aber auch die entsprechenden Zeiten beachten. Solange dort noch Ruhezeiten zu beachten sind, sind ja mindestens 20 Jahre, 25 Jahre, je nachdem, ob Urnen oder Erdbestattung, dann muss gegebenenfalls umgebettet werden. Also vor 30 Jahren Vorlauf werden wir, wenn wir es jetzt schnell hinkriegen, keine Nutzungsmöglichkeiten auf diesen Friedhofsflächen haben. Und deswegen ist die Frage auch in Richtung Senat, wie realistisch ist dieser Punkt, diese Friedhofsflächen mit in Anspruch nehmen zu können, absehbar Zeit, oder inwieweit kann man da dann auch eine Chimäre diskutieren, die uns eigentlich an der Sache nicht weiterhilft.
Und der letzte Punkt, der auch noch anzusprechen wäre, und da will ich dann auch der Frau Staatssekretärin ausdrücklich recht geben, solange in Berlin Schulentwicklungsplanung Sache der Bezirke ist, ist auch nicht Aufgabe des Senates, Schulplätze und damit Sportflächen mitzuplanen auf senatseigenen Sportanlagen. Wir erleben es immer wieder, habe ich auch als Bezirksverordnete oft genug mitbekommen, dass die Bezirke es nicht hinbekommen, ausreichend Schulplätze bereitzustellen und am Ende immer wieder verwundert sind, dass Kinder, die heute geboren werden, 6 Jahre später zur Grundschule gehen. Meine Güte, das kann ich vorausberechnen mit dem Faktor X für Zuzüge und dann kann ich das ziemlich genau planen. Das ist kein Hexenwerk, das zu machen. Ich glaube, die Hälfte von uns würde das sofort besser hinkriegen, wenn wir das entsprechend machen. Und wenn man dann auch gerade im Ostteil der Stadt, und da war der Bezirk Lichtenberg auch leider Vorreiter, auch in den 90er und 2000er Jahren Schulen vom Netz genommen hat, abgerissen hat, Turnhallen abgerissen hat, die wir heute wieder dringend benötigen, sie einzumotten und stillzulegen und wieder zu ertüchtigen, sind das politische Versäumnisse der Vergangenheit, muss man an der Stelle leider auch sagen. Und diese Schulplätze fehlen uns heute. Und deswegen auch der dringende Appell an Sie, auch als Schul- und Sportstadträtin in Lichtenberg, nutzen Sie die Kapazitäten, die Sie haben und planen Sie vor allen Dingen auch bedarfsgerecht. Wir erleben es immer wieder, dass neue Turnhallen geplant werden, die eingeschossig sind, 3 Felderhallen. Wir sagen immer Stapeln, Stapeln, Stapeln. Der Bezirk Mitte hat jetzt mal damit angefangen. Man kann problemlos auch statisch 2, 3 Felderhallen übereinander bauen, hat man schon 6 Felderhallen. Und gerade der Bezirk Lichtenberg in Rummelsburg und Karlshorst, wir haben nicht mehr viele Freiflächen, wo wir bauen können. Auch der Sportausschuss erwartet, dass die Sportinfrastruktur mitwächst. Das will ich am Ende wieder erleben, dass wir die Vereine und das entsprechende Schulsportangebot reduzieren müssen, weil wir nicht hinterherkommen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, auch, die auch der Bezirk Lichtenberg leisten muss. Das ist nicht Aufgabe des Senates, hier auch für ausreichend Schulsportplätze zu sorgen, die auch am Ende den Vereinen zugutekommen. Vielen Dank. Frau Schittlich, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine außerplanmäßige Bemerkung zu Herrn Förster. Ich glaube, es ist total unstrittig, dass wir auch über Stapeln und in die Höhe bauen nachdenken müssen. Das hat Frau Kekulorodou ja auch ausgeführt, dass die Flächen immer knapper werden. Ich wollte aber eigentlich eingehen auf Herrn Bär noch mal ganz kurz. Nur zur Klarstellung, selbstverständlich muss das Thema Geschlechtergerechtigkeit in der ganzen Stadt mitgedacht werden und ist sowohl eine politische als auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das mitzudenken. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber es interessiert uns natürlich auch bei allen einzelnen Sportstätten, wie das dann aussieht, um ein gesamtes Bild für die Sportstättennutzung in Berlin haben zu können. Aber wir freuen uns natürlich über die Ermutigung und werden auch bei allen anderen Sportstätten immer weiter nachfragen. Und Herrn Uhlig, ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass man natürlich als Verein ja auch die Möglichkeit hat, zu priorisieren und zu sagen, wenn wir Mädchen- und Frauensport in unserem Verein haben wollen, dann nutzen wir die gegebenen Flächen, die wir ja besitzen, auch dafür. Dankeschön. Vielen Dank. Frau Engelmann, bitte. Ja, dem kann ich mich anschließen. Herr Förster, wir gehen d'accord mit, natürlich muss bei der sozialen Infrastruktur auch Sport mitgedacht werden. Und ja, die Situation in allen Berliner Bezirken und auch in Lichtenberg ist nicht einfach. Und es kommt auch vermehrt zu Kürzungen im Rahmenstundenplan im Fachsport im Bezirk, weil nicht ausreichend Turnhallen gebaut worden sind. Nichtsdestotrotz ist Lichtenberg einer der federführenden Bezirke, und das möchte ich jetzt zurückweisen, war lange Bezirkselternausschussvorsitzende dort, der sich bereits vor 9 Jahren, weil er auch 0 plus 6 rechnen kann und auch 6 plus 12 rechnen kann, und Lichtenberg der einzige Bezirk ist, der überhaupt weiterführende Schulen gerade baut und eröffnet. Wir haben die in der Paul-Junius-Straße, wir haben die an der Allee der Kosmonauten und wir haben eine weitere oben in der Wartinerstraße, die wir gerade in Betrieb genommen haben. Also von daher, und da werden Flächen durchaus mitgebraucht. Aber ja, es gibt eine Flächenkonkurrenz, so auch um den Friedhof und auch die dort ansässige Oberseeschule. Wenn man sich im Bezirk Lichtenberg etwas auskennt, weiß man um die Strittigkeiten, die dort sind. Und auch die Stapelschulbauten mit der Turnhalle, da erwarten wir, also wenn das jetzt in Mitte gebaut wird, würde mich tatsächlich interessieren, ob inwieweit sozusagen die Sportverwaltung davon auch schon Kenntnis hat, weil bisher aus dem Bildungsausschuss heißt es immer, das ist noch in der Prüfung, wie das Gebäude dann tatsächlich aussehen soll, weil Lichtenberg grundsätzlich auch 2 Schulen hat, wo die Stapelbauweise dann umgesetzt werden soll. Aber Eröffnungstermin ist 2028. Das als kleiner Ausflug in den Bezirk Lichtenberg. Dann haben wir, würde ich gerne noch mal auf Herrn Bär zurückkommen in Bezug auf die Übernachtungsgeschichten. Es besteht ja jetzt im Sportforum durchaus, oder wie hoch ist der Bedarf tatsächlich? Also von dem, was jetzt möglich ist und von dem, was perspektivisch möglich sein muss. Weil
Ressortübergreifendes Denken ist ja durchaus angebracht. Ich erwähnte ja schon, dass die HOVOG gegenüber ein Wohnprojekt, also wirklich ein Großareal gerade am Bauen ist. Ich weiß nicht, wie der momentane Entwicklungsstand ist. Das Beteiligungsverfahren ist auf jeden Fall noch nicht final abgeschlossen. Da soll es beispielsweise auch ein Studierendenwohnheim geben, also Einzimmerwohnungen, die da zur Verfügung stehen, inwieweit sozusagen Kooperationen angedacht sind. Und dann würde ich gerne noch mal eine Überleitung machen in Bezug auf, inwieweit das Sportforum für die Special Olympics eine Rolle spielt. Der Bezirk Lichtenberg ist ja auch Host City. Ob es da schon konkretere Planungen sozusagen gibt oder auch Dinge, die wir im Abgeordnetenhaus diesbezüglich noch berücksichtigen sollten. Und ansonsten sehe ich mich auch sehr motiviert, dass wir wirklich weiterkommen in der Gleichberechtigung von Männern, Frauen, LGBTQ-Personen im Sport. Und wir werden mal gucken, dass wir da dann doch eine Quote offensichtlich brauchen, auch bei der Vergabe von Sportstätten, damit da eine größere Gerechtigkeit herrscht. Vielen Dank. Ja, ich habe mich noch mal sozusagen auf die Liste als Letzter gesetzt. Eine Frage an Frau Kükül-Oglu, die Frage der Flächennutzungsplan für diese Fläche, die bisher da nicht dazugehört. Also sprich, das Hotel, ist da klar, was da am Flächennutzungsplan vorgesehen ist? Ist die sportlich auch gewidmet? Deshalb geht es da vielleicht auch nicht voran. Vielleicht können Sie oder auch der Senat dazu noch was sagen. Sie sind dann auch gleich dran im Übrigen, ja. Ja, vielen Dank. Herr Förster, selbstverständlich sind wir als Bezirk für die Schulversorgung zuständig, was die auch in den Schulsport betrifft. Ich habe hier den Bedarf nochmal deutlich gemacht. Allerdings muss ich sagen, in Bezug auf Ihre Pauschalkritik gegenüber dem Bezirk, dass die Debatte in Bezug auf Bedarfsanerkennung von Schulplätzen, von Schulen irgendwie an Ihnen vorbeigegangen ist. So ist es leider nicht, dass wir als Bezirk sagen, laut unseren bezirklichen SchülerInnenprognosen brauchen wir hier eine Schule und voilà, dann kommt die Schule. So funktioniert das nicht, wäre sehr schön. Ich gebe Ihnen explizit ein Beispiel. Es betrifft jetzt nicht Sportforum, ist ein Exkurs, aber das möchte ich schon mal klarstellen. In Karlshorst ist viel Wohnbaupotenzial, es wird gerade fleißig gebaut. Und wir sehen in der Waldoallee an diesem Grundstück als Bezirk entsprechend den bezirklichen Prognosen den Bedarf nach einer Gemeinschaftsschule. Wir ringen darum, dass dieser Bedarf auch von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie anerkannt wird. Wenn dieser Bedarf nicht anerkannt wird, und gerade ist es auf Kippe, dann wird sich der Wohnungsbau dort noch weiter ausweiten. Sprich, unser Bedarf nach Schulplätzen wird steigen. Also das vielleicht zur Klarstellung. Es finden Monitoringgespräche statt, die sind mit der Senatsverwaltung werden die geführt. Demzufolge ist Ihre Pauschalkritik leider an dieser Stelle deplatziert. Bezüglich jetzt Grundstücke und gestapelte Bauweisen, ja, auch, also da möchte ich das, was Frau Engelmann gesagt hat, nochmal unterstreichen. Wir sind gerade in Bezug auf es soll ein Typenbau entstehen in Bezug auf Stapelschule. Stapelschule heißt, es ist ein irreführender Begriff, vielleicht, dass Schule und Sporthalle gestapelt gebaut werden sollen aufgrund des knappen Grundstückes. Einmal Wollenberger Gehrenseestraße und in Hohenschönhausener Straße haben wir einen weiteren Bedarf. Und der Bezirk Lichtenberg ist nicht der einzige Bezirk, der solch einen Bedarf hat und demzufolge soll hier auch ein Typenbau errichtet werden. Bezüglich des Flächennutzungsplans kann ich Ihnen nichts sagen, aber kann ich nachreichen, wenn Sie mir die Frage noch mal weiterleiten. Okay, vielen Dank. Ich glaube, Herr Förster wollte fragen, dass er sich als Abgeordneter hier nicht kritisieren lässt. Gut, okay, weil du so gezuckt hattest. Gut, okay. Ja, aber wir hatten die Rednerliste geschlossen, ne? Wir machen erstmal die anderen durch. Herr Dr. Beer. Ja, also nochmal zur Frage
Entwicklung Olympiastützpunkt, und ich denke, damit ist gemeint Entwicklung aller Sportarten unter Betreuung unter anderem des Olympiastützpunktes am Standort Sportforum und Fußball. Also so wie ich den Masterplan lese, ist ja das ein Stadion, wie weit das drittligatauglich ist, kann ich jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber die Entwicklung des Stadions ist ja ganz fest verankert in diesem Plan und damit auch in dem Masterplan. Wenn ich auf diesen Plan schaue, in einer vollen Entwicklungsentfaltung sozusagen, dann sehe ich auch eine Fußballfläche, die für Fußball mit Abstand den größten Flächenanteil hat im Vergleich zu allen anderen Sportarten. Also ich erkenne eigentlich durchaus auch da eine gute Berücksichtigung. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir können mit diesem Ergebnis des Architekturwettbewerbs und dem Masterplan gut arbeiten, nach unserem übergreifenden Blick auf alle Sportarten. Was natürlich noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten schaffen würde, wäre diese Idee, die auch angesprochen wurde von Frau Böcker-Giannini, die Nutzung der Entwicklung an der Ecke, am Sportecke des Sportforums praktisch dazu erschließen. Das wäre für aus meiner Sicht eine Ideallösung. Wie weit das dann umsetzbar ist, ist ja hier schon angefragt worden, aber das wäre nochmal eine Optimierung zu dem vorliegenden Masterplan sozusagen. Aber grundsätzlich passt das, wie gesagt, so in den Überlegungen. Die Frage zum Konsens unserer Überlegung nationales Spitzensportzentrum. Wie gesagt, es ist eigentlich schon eins, da kommt man nicht dran vorbei, das ist die Realität. Wie weit man das jetzt wirklich weiterentwickelt und da ein Konsens zwischen DOSB und BMI besteht, ist schwer zu beantworten. Also ich muss leider so deutlich sagen, wir haben wirklich ein Problem mit der inhaltlich unterlegten Führung des Leistungssports in Deutschland. Das ist im Augenblick nicht sichergestellt. Eine schwierige Konstellation zwischen DOSB und BMI innerhalb des DOSBs nehmen wir Entscheidungen wahr, die wir mitunter aus der Region heraus schwer nachvollziehen können. Das sind Fragestellungen, die werden intensiv diskutiert und insofern kann ich sicherlich nicht behaupten, es besteht ein Konsens und Berlin muss sich nur noch positionieren und dann geht es los. Sondern ich glaube eher, dass wir aus Berliner Sicht deutlich machen müssen, was Berlin, auch das Land, schon eingebracht hat und wie Berlin investiert hat in dieses Gelände und zu welch guten Ergebnissen das geführt hat. Und dass man erwartet, dass es auf der Bundesebene entsprechend wahrgenommen wird und man Entwicklungen mitgeht. So rum würde ich es im Augenblick sehen. Natürlich wäre es andersrum schöner. Aber da ist der Zustand des deutschen Leistungssports im Augenblick nicht so, dass wir da viel Hoffnung haben können. Dass wir in den nächsten, sage ich mal, 1-2 Jahren da deutliche Positionierungen bekommen. Zu der Frage Unterkünfte. Also vielen Dank auch nochmal, weil das, wie gesagt, uns beschäftigt. Also wir haben im Augenblick im Sportforum im Internatsbereich so etwa 160 Plätze und im Wohnheimbereich so um die 70 Plätze. Der Bedarf ist deutlich höher, schon allein über die Spielsportarten, aber auch viele andere Sportarten. Ich kann es schwer beziffern, weil ich würde schon sagen, 100 Plätze mehr, dahin könnte es sich entwickeln, wenn wir alles abdecken könnten. Diese Alternativlösungen über HOVG oder das studentische Wohnen, die haben wir insofern schon mal abgeprüft, weil wir mit der Entwicklung Ukraine-Flüchtlinge natürlich händeringend nach Unterkünften gesucht haben und gezielt nachgefragt haben. Es gab auch durchaus Unterstützungsbereitschaft, Willen, aber am Ende war das Ergebnis, die Plätze werden zugewiesen. Also da hat HOVG oder auch dann da, wo das studentische Wohnheim ist, die haben überhaupt nicht selbst den Zugriff auf diese Plätze, sondern kriegen die zugewiesen, die Bewohner, und hatten diesen Handlungsspielraum nicht. Wir müssen eigentlich auch, wenn es um die Langzeitübernachtung und Kurzzeitübernachtung geht, auch gar nicht nach diesen Lösungen suchen, weil wir haben ein Gebäude im Sportforum, das Haus 2, in diesem in Haus der Athletenbereich. Da sind mehrere Gebäude an der Schule und eins ist das Haus 2, was seit etwa 15 Jahren saniert werden soll. Dann hätten wir wirklich einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, um die Plätze sicherzustellen. Dieses Haus 2, das steht, es muss bloß saniert werden. Das ist halt seit dieser Zeit für uns nicht nutzbar für die Unterkünfte, weil es nicht saniert ist. Also das Gebäude ist da, Sanierung müsste finanziell gesichert werden und dann hätte man eine sehr deutliche Lösung. Waren Sie fertig oder denken Sie? Entschuldigung, Special Olympics ist nochmal die Frage, die habe ich vergessen, Entschuldigung. Also wir sind jetzt nicht direkt in Planung involviert. Wir hatten schon Anfragen vorliegen, auch über Sportforum, wie weit wir jetzt bestimmte Programme begleiten können.
Natürlich sind wir offen dafür, wobei das eben auch immer verbunden ist für uns mit der Frage, wie kann das aussehen? Special Olympics ist wirklich ein sehr besonderes Thema für uns. Wir haben wenig Erfahrung auch mit diesem, ich sage jetzt mal so, Klientel von Sportlerinnen und Sportlern, was wirklich besondere Anforderungen stellt. Also wir müssen uns wirklich dann intensiv damit beschäftigen, wie können so eine Programme aussehen, wie können die personell auch wirklich so begleitet werden, dass es dann funktioniert. Mit den Erfahrungen, die wir haben im olympischen, paralympischen Bereich, fühle ich mich da jetzt nicht sicher, in so ein Programm reinzugehen, sondern das müsste man wirklich dann unterlegen, wie das funktionieren kann. Vielen Dank. Herr Thierig, bitte. Herr Ulich? An mich wurde keine Frage gestellt. Okay, in Ordnung. Herr Ulich? Ja, bei mir war, glaube ich, noch die eine Frage, die ich zu beantworten habe, in Richtung Mädchen- und Frauenfußball. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben das Problem, dass wir keine Kapazitäten von den Plätzen haben. Wenn wir sie hätten, klar, dann könnten wir auch momentan mehr Kinder und Jugendliche aufnehmen. Aber wir müssen die Voraussetzungen natürlich haben. Und die haben wir momentan nicht. Es ist teilweise so, dass wir machen zum Beispiel, unser Jugendleiter macht die Platzbelegung, stimmt da mit der Senatsverwaltung ab. Und die Plätze sind wirklich jeden Tag komplett von morgens bis abends belegt, beziehungsweise nach den Schulzeiten. Und deshalb können wir momentan gar nicht die Möglichkeit bieten. Wenn es machbar wäre, selbstverständlich. Herr Zerbe, der Vollständigkeit halber frage Sie auch, aber Sie hatten auch keine Frage. Ne? Ja, okay. Herr Förster, was sollte es denn noch sein? War es irgendwas, was man noch zulassen könnte? Nein, zumindest möchte ich zumindest der Belehrung der Frau Bezirksstadträtin zwei Anmerkungen noch entgegenstellen. Zum einen hatte ich ja darauf hingewiesen, dass ich selber lange genug auch Mitglied einer Bezirksvorortenversammlung war, die ganze Zeit auch im Stadtplanungsausschuss und auch hunderte Bebauungspläne in ihrer gesamten Bandbreite erlebt habe und weiß natürlich, dass gerade bei neuen Wohnbauvorhaben wie in der Waldoallee selbstverständlich im Rahmen von Bebauungsplänen alle Investoren städtebauliche Verträge zu erfüllen haben und denen wird geregelt, wie viele Kita-Plätze, Schulplätze und Ähnliches bereitzustellen sind, die auch von denen zu finanzieren sind. Also daran kann es nicht scheitern, an dieser Frage will ich nur ganz klar sagen und dann müssen die Plätze eben auf dem Gelände errichtet werden. Ich will als zweiten Punkt noch mitgeben, dass die Planungen auch bezüglich des Umzugs der HTW von Karlshorst nach Schöneweide gut vorangeschritten sind. Wir hatten am Montag im Wissenschaftsausschuss eine sehr konstruktive Runde dazu, wo auch der Präsident der HTW gesagt hat, wenn er umzieht, gibt er große Teile der Gebäude im nächsten Jahr noch Stück für Stück in Karlshorst frei. Allerdings hätte, so der Präsident der HTW, der Bezirk Lichtenberg bis heute sich nicht dazu durchringen können, mal zu entscheiden, ob dieser Standort einer Hochschule, der wunderbar auch für Schulnutzung geeignet ist, der ja wirklich ganz viele große Gebäude hat, wo man von Kita bis zum Gymnasium alles unterbringen könnte, ob der Bezirk Lichtenberg dies nutzen wolle. Und deswegen die herzliche Bitte, dass Sie es mal vielleicht im Bezirksamt klären, auch ob Sie denn diesen Standort haben wollen. Da hätten Sie viele Schulplatzprobleme in Karlshorst gelöst. Die HTW ist jedenfalls bereit, sehr schnell Räume freizuziehen und sie dem Bezirk Lichtenberg zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Frau Staatssekretärin. Ja, vielen Dank. Vielleicht einmal kurz, weil Herr Ulich es eben gefragt und auch angesprochen hatte. Ich habe jetzt nochmal oder wir haben jetzt nochmal nachgeguckt, was die ZuschauerInnenkapazitäten im geplanten Stadion angeht. Die 1000 kommen aus dem Wettbewerb. Das war die Ursprungszahl. Im Masterplan sind aber 3.000 bis 3.500 Zuschauende für ein Fußballstadion vorgesehen und damit dann auch die Drittligatauglichkeit, weil 3.000 ausreicht. So viel vielleicht einfach dazu, wie die Zahlen an der Stelle zustande kommen. Dann zu Herrn Förster. Der Masterplan setzt auf den städtebaulichen Wettbewerb auf. Also den hat es gegeben. Die Senatsbauverwaltung, also für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in der jetzigen Form, hat den auch durchgeführt und begleitet. Und das war auch genau der Punkt, wo die BezirksvertreterInnen beteiligt waren. Sie hatten nach der Bogenschießhalle oder Bogensporthalle gefragt. Da kann ich nur sagen, ich war im Winter einmal da und weiß, wie sie aussieht und teile natürlich die Einschätzung, dass da Handlungsbedarf ist. Nach meiner Kenntnis ist sie auch verankert in den SIVA-Mitteln bisher, allerdings nicht ausreichend.
Und wir haben da noch die Lage, dass der Bund mit 30% Kofinanzierung im Haushalt, ich glaube 21, entsprechend drin war, das aber nicht übertragbar war, dass es aber weiterhin die Zusage bundesseitig gibt, aber die Mittel da auch noch nicht ausgewiesen sind. Frau Engelmann hatte noch was zur Stapelbauturn, hatte ich glaube in Mitte gesagt. Da sind wir natürlich über die Schulbauoffensive mit eingebunden, aber nicht die federführende Verwaltung. Und da kann ich vielleicht einfach nur dazu sagen, dass es natürlich immer und mit Sicherheit auch in Lichtenberg eine sehr große Herausforderung ist, das Thema schulische und Vereinsbedarfe unter einen Hut zu bringen, was dann ja unsere Bedarfslage an der Stelle auch mit ist. Und wo wir sicherlich sehr froh sind, dass wir im Rahmen der Schulbauoffensive die Möglichkeit haben, gedeckte Sporthallen auch verstärkt bauen zu können. Was, und das ist ja heute hier auch schon mehrfach angesprochen worden, eben bei den ungedeckten Sportanlagen nicht der Fall ist, weswegen da der Mangel oder der Bedarf auch der Bezirke noch viel größer ist. Gibt es noch? Ja. Entschuldigung, ich habe noch die Anfrage von Herrn Schadach vergessen, weil es sich nach unserer Kenntnis um eine gemischte Baufläche handelt. Vielen Dank auch für diese letzte Erkenntnis. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Herr Krüger ist ja hier voll dabei und wurde ja auch schon mal erwähnt. Also da auch nochmal ein herzlicher Dank. Man hat ja so die eine oder andere Anhörung, wo es relativ konfrontativ zugeht, aber man sieht an der guten Arbeit da auch bei Ihnen vor Ort, dass es eigentlich alles ganz gut läuft, dass es immer Herausforderungen gibt, aber deshalb danke erstmal dafür auch Ihre Arbeit. Ja, Ergebnis zu Punkt 2, die Besprechung wird abgeschlossen. Im Namen des Ausschusses bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Alle können gehen, außer Herr Dr. Bär, den möchte ich noch bitten zu bleiben, da er uns zu dem nächsten Thema der Ukraine und Flüchtlinge noch ein paar Sachverhalte nennen kann, die aus seiner Sicht und denke auch für uns interessant sein können. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja. Ich komme zu Punkt 3 der Tagesordnung, Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 Abgeordnetenhaus Sport und Flüchtlinge aus der Ukraine auf Antrag aller Fraktionen. In der vierten Sitzung hat der Ausschuss beschlossen, den Besprechungspunkt regelmäßig auf die Tagesordnung zu nehmen. Ich wurde angesprochen, dass es vielleicht aus Senatssicht gar nicht mehr so sehr sinnvoll ist, aber die Staatssekretärin kann dazu kurz drei Worte sagen. Oder vier. Wir sind bei drei, ja. Ja, also es ist, denke ich, auch beim letzten Mal schon deutlich geworden, dass wir in Sachen Sportprojekte für Geflüchtete in der Stadt sehr viel machen und unternehmen. Ich habe es beim letzten Mal ja auch schon dargelegt und kann sagen, dass neben den Ausführungen, die ich beim letzten Mal getätigt habe, jetzt aus unserer Seite erstmal, von unserer Seite erstmal keine Ergänzungen da sind. Umso mehr freue auch ich mich gleich nochmal von Herrn Bär zu hören, was bei der Thematik von Seiten des Olympiastützpunktes noch zu sagen ist. Herr Dr. Bär, bitte. Ja, vielen Dank. Also wir waren, und das ist jetzt nicht also eine Initiative des Olympiastützpunktes, sondern das muss man wirklich deutlich herausheben, die Kontakte des Berliner Sports in die Ukraine, die Vereine, die Bundesstützpunkte, die Trainer, haben letztlich dazu geführt, dass es auch mit den Möglichkeiten, die wir haben in der Stadt, mit der Infrastruktur, insbesondere auch Sportforum, aber auch Olympiapark zum Beispiel, haben dazu geführt, dass sehr viele ukrainische Flüchtlinge in Richtung Berlin sich bewegt haben, die einen Leistungssporthintergrund haben. Mit einer sehr hohen Bandbreite, muss man sagen. Also es ist nicht alles Spitzensport, da sind auch Nachwuchssport und auch Übergang zum Breitensport zum Teil. Aber wir haben in der Größenordnung, die wir dann in unserem System erfasst haben, 100 ukrainische Flüchtlinge, die in den Vereinen, an den Stützpunkten in Berlin aufgenommen wurden. Es hat sich verteilt auf etwa 11 Sportarten. Und mit dieser Größenordnung, das kann ich jetzt wieder sehr fundiert sagen, weil wir uns dazu auch in der internationalen Organisation ausgetauscht haben, sind wir in Berlin wirklich auch wieder
sehr herausgehoben sozusagen. Es gibt viele andere Standorte in Europa, die Flüchtlinge aufgenommen haben, aber dann in der Regel einzelne Projekte, einzelne Sportarten. In dieser Vielfalt und Breite und auch Anzahl der Sportlerinnen und Sportler war das schon besonders in Berlin und hat uns auch vor besondere Herausforderungen gestellt. Es gab ja vielfältigen Unterstützungsbedarf. Das fing an mit der Registrierung, dann den Wechsel auch in der Betreuung von Landeseinrichtungen zu den Jobcentern, also zum Bundeseinrichtungen, was durchaus nicht so einfach war. Die Wohnungssuche war ein großes Problem. Also viele Herausforderungen. Und dann waren im Sport in der Regel ja die Gasteltern da, die sich gekümmert haben, die sich um vieles gekümmert haben auch. Und wir konnten also Olympiastützung ein bisschen übergreifend Netzwerkarbeit machen, unterstützen. Haben dann gezielt einen Spendenlauf auch durchgeführt mit unseren Sponsoren, mit den ukrainischen Flüchtlingen, was sehr schön war, weil wir wirklich als Sportfamilie zusammengekommen sind. Auch wieder mit Unterstützung des Sportforums, wo wir ganz unkompliziert dann die Infrastruktur, Leichtathletikplatz zur Verfügung gestellt gekriegt haben, haben 30.000 Euro eingesammelt. Was dann insofern auch gut war, weil wir bestimmte Dinge dann duplizieren konnten in dem Sinne, dass es ja auch einen Hilfefonds von der Deutschen Sporthilfe und vom DOSB gibt. Und da, wo wir als Berliner einen Anteil einbringen konnten, zum Beispiel mit den 30.000 Euro, das sehr leicht war, dann Kofinanzierung über den DOSB und Deutsche Sporthilfe zu bekommen. Das hat auch sehr gut funktioniert in der direkten Abstimmung mit Christian Sachs hier vom DOSB. Konnten wir auf einem kurzen Weg sehr kreative und gute Lösungen finden und haben, denke ich, damit dieses Aufgabenfeld, wie gesagt, mit dem hohen Engagement auch der Trainerinnen und Trainer bei uns in Berlin gut abdecken können. Der Landessportbund hat ja seine Unterkunft im Horst-Kauber-Sportzentrum ertüchtigt für die Flüchtlinge. Auch da konnten wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen, sodass wir, denke ich, als Berliner und als Sport, LSB, OSP, mit den Stützpunkten und den Vereinen wirklich sehr gute Hilfestellung leisten konnten. Wie bitte? Ja, vielen Dank. Ich finde das auch wunderbar, will mich auch ausdrücklich dafür bedanken. Es ist, glaube ich, natürlich eine besondere Situation, dass die Ukraine auch aufzunehmen hat, aufgrund der die erste Großstadt waren von Osteuropa kommend. Und ich glaube auch, ausweiten und auch in Richtung der beteiligten Bezirke und vor allem Landessportbund und Sportvereine, dass in den letzten Monaten da sehr große Kraftanstrengungen auch unbürokratischer Art unternommen wurden. Einerseits die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler auch trainieren zu lassen und sie entsprechend aufzunehmen, was Sie gerade geschildert haben. Ich glaube auch Christian Sachs, der DOSB, die waren da wirklich auch sehr hilfreich und waren auch unkompliziert unterwegs. Das ist toll. Und auch der Senat hat uns ja immer wieder die letzten 6 Male hier auch entsprechend vorgetragen, wo wir das Thema aufgerufen hatten, dass es eigentlich im guten Fluss ist. Deswegen wollte ich eigentlich den Vorschlag machen, dass wir den Besprechungspunkt auch mal abschließen können. Der Senat kann uns regelmäßig, wenn es eine neue Entwicklung gibt, was Neues vortragen. Ich glaube aber, wir sind jetzt seit 2 oder 3 Malen in einer Situation, wo wir feststellen, es läuft gut, es sind alle sehr engagiert dabei und es wird sicherlich auch, wenn 2 oder 3 neue Leute hinzukommen, die sportlich aktiv sind, auch nicht anders laufen. Also wäre es mein Vorschlag, dass wir diesen Punkt dann einfach mal abschließen. Das heißt ja nicht, dass wir das Thema nicht regelmäßig über aktuell Viertelstunde oder ähnliches wieder nachhalten können. Vielen Dank, Herr Förster. Wollen wir diesem Vorschlag folgen oder gibt es da gegenteilige Meinungen? Dann machen wir das so. Vielen Dank. Dann ist der Besprechungspunkt abgeschlossen. Wo ist er denn hin? Ja. Ich komme zu Punkt 4, Informationsreise des Sportausschusses. Ich würde den Punkt gerne vertagen auf das nächste Mal, um das erstmal mit allen Sprechern zu besprechen, dass wir dann eine einheitliche Vorlage haben. Ich hoffe, damit sind alle einverstanden. Ja? Okay. Herr Standfuß? Sind wir noch beim Punkt 3? Nee. Ja, wir sind bei Verschiedenes. Bitte. Bei Verschiedenes, okay, gut. Verschiedenes wollte ich das andere. Also Punkt 3, vielleicht darf ich das noch ganz kurz ergänzen. Ja, wir haben mit den Vereinen jetzt auch sehr viel Kontakt gehabt. Die sagen eigentlich, also alles, was jetzt, und dann bin ich auch schon gleich bei Verschiedenes, was jetzt an Belastungen durch Mitgliedsbefreiungen durch Flüchtlinge aus der Ukraine zustande kommt, ist Peanuts gegen das, was sie möglicherweise bei den neuen Energielieferverträgen erwartet. Insofern, wenn jetzt sozusagen da keine weiteren Probleme auftreten, weil Sie es ja vorhin angedeutet hatten, dass man den Punkt nicht mehr dauerhaft auf der Tagesordnung hat, meinetwegen könnte man es so handeln oder von uns aus, weil ich glaube, wir haben eine andere Problematik, die viel größer ist. Und da komme ich nämlich unter Verschiedenes drauf. Das ist diese Energiekostenproblematik der Vereine. Und da wollte ich nochmal den Senat ganz kurz fragen.
wann man denn, weil viele Vereine wirklich drängeln und sagen, wir brauchen möglichst schnell Informationen, was an Hilfen für uns und Unterstützung oder wie das Ganze weitergehen kann, wann man damit rechnen kann. Das würde mich nochmal interessieren. Frau Staatssekretärin. Ja, genaue Zeitangaben sind immer schwierig. Ich kann dazu aber sagen, dass wir mit dem Landessportbund in engem Kontakt sind, was die Bedarfe der Vereine angeht und dann natürlich jetzt gucken müssen in den weiteren Verhandlungen, wie diese Bedarfe sich dann abbilden lassen. Aber vielleicht ergänzend noch dazu, wir haben beim nächsten Mal das Thema Energie ja drauf auf der nächsten Sitzung. Das hatten wir insofern auch schon vorbesprochen. Stefan Standfuß, hast du zugehört? Haben Sie zugehört? Mit einem Ohr zugehört da und mit einem Ohr da, aber beim nächsten Mal ist das Besprechungspunkt, war glaube ich. Ja, ne? So, genau. Ja. Sehr gut. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Die nächste Sitzung, 12. Sitzung des Ausschusses für Sport, findet am 7. Oktober um 10 Uhr hier wieder statt. Ich möchte die Sprecherinnen und Sprecher noch bitten, kurz nach vorne zu kommen, um die Tagesordnung abzustimmen. Ich schließe die Sitzung und wünsche ein schönes Wochenende.